ob ich heute wieder Raftstone streame. Ja, ja, cool. So, ich guck mal, cool. Ich erschaffe mal eine Welt für uns. Erschaffe mal eine Welt für uns und dann joinen wir dir nach. Wie hieß das nochmal? Wie hieß das Song? Ich mach eine Welt für dich? Nee. Ich baue eine Stadt für dich. Achso, ich baue einen See für dich. Hast du schon reingeguckt gehabt jetzt eigentlich in das Spiel irgendwie? Nee, ne? Ich hatte, wie gesagt, das ganz kurz bei einem Streamer gesehen. Hatte okay. Kleinigkeiten gesehen, aber ich weiß auch nicht, wie da irgendwas funktioniert. Also. Ihr könnt mir schon mal beitreten, auf jeden Fall. Und Rico, ich spoiler schon mal, es wird gleich am Anfang sehr, sehr eng. Ich hatte ganz kurz reingeguckt. Ja, es wird, glaube ich, sehr. Mit drei Personen, glaube ich. Wir stehen zu dritt auf einem 2x2-Feld. Das ist, Ah, hey, wow, da bist du ja. Ja, ihr seid aufeinander gespawnt, das ist der Grund. Echt? Spawns immer in der Mitte. Ich bin noch gar nicht drin. Ja, okay. Ja, du lädst gerade. Pass auf, also wir sind halt auf offener See, ne? Ist klar? Ja, das ist klar. Und du hast halt so einen Haken, damit kannst du dir Sachen versuchen. Okay, er springt jetzt über Bord und wird vom Hai angegriffen. Du hast so einen Haken, ja. Damit kannst du halt Sachen einzuholen, ne? Die weiter weg sind. Das da ist schon schwierig. Okay. Aber hier, guck mal am besten mal, wo wir hinschwimmen. Wir schwimmen ja geradeaus eigentlich. Muss man in die andere Richtung gucken. Okay, da. Kannst auch mehrere Sachen halt einholen. Jetzt dreh ich durch. Ich hab grad einen Teststream gemacht, ne? Ja. Da ging alles. Jetzt krieg ich ja gar nichts mehr. Frames. Was ist das denn jetzt? Fabi. Ich weiß nicht, was los ist. Nicht mal mein CPU ist ordentlich ausgeladen. Hä? Du kannst mit, welche Taste ist das? Mit O kannst du auch nochmal FPS im Spiel anzeigen lassen. Vielleicht hilft dir das mehr. Ja, 60 FPS. Alles gut eigentlich. Rico wurde replarisiert. Rico setzt eine Runde aus. Oh Gott. Ja, komm her. Gib's mir! Ja, du kannst auch Sachen einsammeln, wenn sie direkt an unserem Fluss vorbeischwimmen, kannst du auch einfach mit E aufnehmen, ne? Ja. Weil der Haken nutzt sich halt auch ab ein bisschen, aber ist jetzt nicht das Problem, der kostet nicht viel. Nein, Plastik da und eine Planke. Auf E hast du halt dann auch ein Crafting-Menü halt. Okay. Erste Mission ist erstmal so ein bisschen das Boot erweitern, so, damit wir halt ne, einen Quadratmeter Platz haben, jeder für uns. Vielleicht so ein bisschen, ne? Ja, ich brauche mal eine Privatsphäre. Dann würde ich einfach mal sagen, ich guck mal, ob ich einen Bauhammer bauen kann als erstes. Ja, das geht schon mal. Wie öffne ich das Crafting-Menü? Mit I. Mit Tab oder I? Tab auch, ja, stimmt. Ey, hörst du mir nicht zu? Klar, nein. Das war eine der ersten Sachen. Was hast du gerade gesagt? Tab oder I? Wow. Ich hab's immer auf I gemacht, aber bei Tab habe ich immer versucht, aber es hat nicht geklappt. Die Fässer sind übrigens die Schatztruhen der Meere, Rico. Genau, okay. Da sind richtig viele Ressourcen drin, random, aber da kannst du auch Nahrungsmittel finden. Was für uns ganz wichtig ist am Anfang. Ich baue unser Floß mal. Das ist ein bisschen wie in Rust, das Bausystem, ne? Also, hast du so kleine Komponenten, die du dran bauen kannst. Okay. Ich hab jetzt hier zwei kleine Flächen dran gebaut. Das dauert auch ziemlich lange. Also gestern haben wir auch kein großes Boot gehabt am Ende, ne? Nach 3 Stunden oder so. Na, ganz knapp nicht, ne? Ich wusste, dass es nicht reicht. Du kannst übrigens auch sehr weit nach oben werfen, dann wirfst du auch weiter. Das Treffen wird nur schwieriger. Verdammt! Jetzt aber. Mit Rechtsklick kannst du das Ding auch einfach einholen. Ach, wir haben noch keine Felder. So, Ziel ist halt erstmal so eine kleine Grundform zu bauen. Oh, hier sagt auch gerade, es leckt ein wenig. Woran liegt das denn? Wie ist denn der Ping? Hast du da mal nachgeguckt? Das liegt am, also bei mir hat es auch vorhin ein bisschen geruckelt. Aber woran liegt denn das? Das muss ich mal kurz... Das ist wahrscheinlich am Host. Ich weiß nicht, was ich sage. Die Verbindung zum Host gerade schlecht ist. Stream wahrscheinlich gerade. Wir hatten gerade die Welt aufgemacht. Fabi, oder? Ja, genau. Fabi, ja. Vor uns ist eine Insel. Ja, aber dann müsstest du ja eigentlich keine Probleme verursachen. Ja, warte mal, ich end kurz den Stream und ende kurz was.
Panic Stream, General Stream. Ja, die Insel, die brauchen wir, glaube ich, auf jeden Fall. Die ist schön flach. Ich glaube, die erste Insel ist immer schön einfach zu erreichen. Nein, ne? Nein, definitiv nicht. Ich habe die ersten drei Inseln nicht angehen können, weil die viel zu hoch waren. Hat irgendwer einen Schrott und zwei Holz? Ja, ich mach. Also. Bug. Ah, schon gut, ich habe Seil. Ich habe eine Axt. Achso, du hast eine Axt, okay. Dann bist du der Axtmann. Und der Mann mit der Axt. Sehr beruhigend. Hier comes Johnny. Was? Was? Moment. Es geht mit mir durch. Ich glaube, es geht wirklich mit dir durch. Ja, jetzt mache ich nämlich gleich den Hai fertig. Guck mal. Ich bin so krass. Wo bist du, Hai? Ich mach dich fertig. Er legt's drauf an. Aua! Nein! Okay, du hast gewonnen. Ich würde sagen, der Hai ist stärker als du und das halte ich für realistisch. Echt? Dachte ich, kann mit einem Haken. So, jetzt habe ich den Stream nochmal wieder gestartet. Jetzt müsste es eigentlich klappen. Warum kann ich per Escape? Warum? Ich habe den Haken noch gar nicht ausgeworfen. Oder doch? Der Hai ist an. Ich hab das ist nicht so gut. Ich hab kein Holz. Wir brauchen einen Holzspeer. Irgendwie brauchen einen Holzspeer. Ich hab keinen Speer, ich flüchte. Aber gut, wir haben einfach nur einen Teil verloren dadurch. Aua. Der Hai knabbert halt immer gerne rum. Du kannst mit dem Holzspeer kannst du ihn so ein bisschen. Ist mir gerade aufgefallen. Alter, gibt das viel Holz. Inseln sind übrigens relativ selten, Rico. Man kommt auch nicht immer einfach drauf. Okay. Das ist ein Glücksfall, den wir hier gerade haben. Man kann perfekt überall hin. Und ich kann die ganzen Palmen mitnehmen. Fehlt nur noch, dass hier irgendwo Mangos oder Ananaspflanzen wachsen. Der König der Welt! Oh, keiner guckt. Hoffen nur, dass es hier halt nicht. So, wo kann ich denn hinhüppen? Oh, das ist ein Fass. Ist hier denn auch noch ein Floß, ein anderes, ne? Mhm. Ja, das ist auf jeden Fall Raft schon mal. Willkommen auf dem Ozean. Das Schlimmste an der ganzen Geschichte finde ich eigentlich gerade eher, dass mein Dings die ganze Zeit leckt. Mein Stream! Ich weiß es nicht warum. Ich weiß es doch auch nicht. Treiben wir schon wieder ab? Ein bisschen. Aber es geht noch. Na, wir fahren voll gegen die Insel noch. Ja, das treffen wir ganz gut. Ich hab mal einen Holzspeer gemacht. Hab's ja. Bonze. Bist du jetzt besser, nur weil du Holz hast? Ja, ich hab Holz vor der Hütte. Vom Floß. Oh Gott. Was ist denn da draußen los bei mir, ey? Wieder irgendwelche Kinder, die ausrasten. Das ist doch nicht. Was ist das in letzter Zeit? Ich besorge mal ein bisschen Schrott noch. Ja, wir fahren perfekt gegen die Insel aber auch gerade, ne? Also Und der Hai lässt uns auch gerade in Ruhe. Also das ist gerade richtig Glück, was wir haben. Ey, weißt du was? Ohne Scheiß. Hm? Also es gibt, glaube ich, keinen Stream, der bei mir ohne technische Probleme läuft. Und zwar habe ich jetzt ein Update für Streamless, was installiert wird. Oh, yeah. Da fehlt der Zeitpunkt dafür. Und ja, du willst mich also immer noch von Streamlabs überzeugen, ja? Nein, aber es ist. Der ist ja komisch, kurz aber Internet-Check auch. Ich mach mal kurz Internet-Check. Fabi, der Hai ist übrigens wieder zu Besuch. Er hat mich schon gebissen. Wir haben uns schon näher kennengelernt. Ach, das ist gut. Dann gehe ich wieder rein ins Wasser. Vor allem, als ich einen Teststream gemacht habe, ging alles. Und dann dachte sich das so, nö. Dass man Seetang nicht essen kann, finde ich merkwürdig, ne? Salzig. Rico, man kann in dem Spiel übrigens auch tauchen und Ressourcen unter Wasser abbauen. Okay. Das Saying. Und da sind auch wichtige Ressourcen, beispielsweise am Anfang Sand und Lehm. Damit habe ich gestern schon eine. Gestern? Einige Leute genervt. Minimal vielleicht.
weiß ich nicht. Ja. Die brauchen wir für einen Schmelzofen. Ein Schmelzofen! Fuck! Schmelzofen brauchen wir, um Metalle zu schmelzen, beziehungsweise viele andere Ressourcen zu erreichen, beziehungsweise viel kostengünstiger reines Wasser herzustellen. Einfach, und ich sterbe hier gerade. Weswegen ich einfach mal wieder zurückkomme. Ich stelle mich mal aufs Floß, damit ich nicht verloren gehe, wenn ich jetzt gerade nebenbei das einstelle. Ja, Leute, es könnte sein, dass mich gleich wer abholen muss. Ich bin tatsächlich tot. Echt? Ja? Ich schwimme an der Seite der Insel. Ja, ich habe den Hai nicht geblockt gekriegt. Scheiße. Du kannst, wenn der kurz bevor der Hai dich beißt, wenn er das Maul aufmacht, von der Entfernung her, kannst du mit dem Speer zustechen. Und wenn du ihn dann hittest, was manchmal, glaube ich, ein bisschen Glück ist, dann kriegst du keinen Schaden. Also erwischt dich dann halt nicht. Das habe ich jetzt zwei, dreimal geschafft, aber die anderen dreimal hat er mich halt gebissen. Soll ich dich jetzt irgendwie holen, oder? Wäre vorteilhaft. Ich habe einige Ressourcen, die recht sinnvoll sind. Ja, ich weiß nicht, wo du bist. Also, du liegst irgendwo links vor der Insel. Also, wenn, wenn ihr auf dem Floß steht und auf die Insel guckt, links lang. Okay. Ja, da... Ach, nee. Gut, sehe ich dich jetzt hier irgendwie? Und auf dem Meeresgrund nicht mehr stark an, ne? Knapp unter der Wasseroberfläche, ja. Aua, jetzt greife ich der Hai auch an. Ich hab dich nicht gesehen. Hm? Ich bin halt auch fast tot. Was ist denn das hier? Gleich können wir nochmal neu anfangen. Ja, ich meine, wir kriegen halt gerade keine null Ressourcen rein, ne? Was? Naja, ich habe 20 Holz, jede Menge. Ich sehe dich nicht, wo du bist. Ich bin so. Wie kann man das beschreiben? Bist du auf einer Sandbank oder nicht? Da drüber ein Stück, auf Höhe der Spitze von diesen Tangpflanzen, die man abernten kann. Ja, es ist halt dunkel, ne? Mhm. Au. Hi. So, jetzt bin ich wieder live. Ja, ich bin jetzt auch tot. So, und ich hoffe, dass das jetzt funktioniert. Er ist an der Wasseroberfläche, meint er. Ja, was... An der Wasseroberfläche. Mein Gregor. Boah, es ist dunkel. Dass du nach oben getaucht bist irgendwie. Ach so, ja, das kann auch sein, aber dann müsste man mich ja von draußen sehen. Boah, ich sehe halt fast gar nichts. Ja eben, das ist halt gerade richtig blöd, ne? Hast dich perfekt umbringen lassen gerade, ohne Witz. Ich war ja auf dem Weg zurück. Und leider ist... Ja, ich kann halt auch nicht mehr tauchen gehen, weil ich jetzt auch so gut wie tot bin, wenn ich nochmal erwischt werde. Und er meinte links rum um die Insel, hier irgendwo. Aber ich sehe da gar nichts. Ist auch ein bisschen düster dafür. Boah, ich mach das Fenster. Ich weiß auch nicht, wie weit ich es geschafft habe. Also guck ruhig noch ein Stück weiter. Ja. Also quasi auf die andere Seite. Ich bin dafür, wir fangen nochmal neu an, weil Rico hat jetzt sowieso nichts mitbekommen. Ja, das ist wohl richtig. Und wir werden dich bestimmt nicht nachts finden und ich verdurste jetzt auch schon. Dann guck ich mal selber. Ich kann mich jetzt auch nicht mehr schnell bewegen. Das ist so wie gelaufen gerade. Ja, alles gut. Es lief gerade nicht so optimal. Da bist du doch, hä? Achso. Ja, ich bin gerade reingesprungen, um zu gucken, wo das war. So, ich bin wieder live und hier jetzt an GSM-1R oder GSMIR. Er war kurz AFK und sagt, er muss sein Handy neu abstellen. Ja, alles gut. Wie sieht's aus? Ja, soweit alles in Ordnung bei uns. Bloß, ich verdurste. Und wir sollten wahrscheinlich neu anfangen, weil wir irgendwie alle... Ja, wir fangen nochmal frisch an, glaube ich. Das lief nicht so optimal gerade. Ich mit technischen Problemen irgendwie... Ich habe jetzt gerade herausgefunden, es lag wohl an meiner Internetleitung aus irgendeinem Grund. Und jetzt... verreck ich auch noch irgendwie. Unpraktisch. Nee. So, wie gesagt, ich hoffe, das funktioniert jetzt ordentlich. Könnt ihr ja einfach nochmal schreiben, ob es jetzt klappt. So, jetzt aber, komm. So, kann ich dir jetzt joinen? Warte, oder? Warte, einen kleinen Moment, bevor du sollst mir am besten nicht auf den Kopf steigen, wenn ich beim Spawn. Das passiert mir eigentlich furchtbar gern. So, ich bin drin, jetzt könnt ihr auch reinkommen. Gut, ich verbinde jetzt. So, wir fangen jetzt nochmal. Jetzt fangen wir nochmal richtig frisch an hier. Na guck mal, auf einmal habe ich schon keine verworfene Frames mehr. Das läuft doch gut. Schön, dann müsste es jetzt flüssig laufen. Ich stehe ineinander. So, jetzt fangen wir jetzt nochmal neu an. Oh, fester! Er fängt gut an, er fängt gut an.
Sollten wir ihn warnen, dass der Hai gerade auf ihn zukommt? Ah. Aber wie geht's dir denn? Kannst ja mal einfach reinschreiben, was so geht, wie es dir geht. Hallo, Hai. Nein, Hai. Böser Hai. Ich komm mal zurück. Verschwinde. Das heißt, erst das Floß so aufgeben und dann wiederkommen, easy, ne? Nico und das Stück Holz. Ich und mein Holz. Das habe ich genauso, habe ich lustigerweise genau denselben Witz gebracht. Das ist so traurig. Stimmt. Du hast ein schwarzes Bild? Hast du es vielleicht überhaupt gar nicht bei OBS irgendwie auch ein Spiel? Doch, also bei mir klappt es. Hallo! Fabi sagt dem Hai wohl auch Hallo. Ja. War schön, ihn kennenzulernen. Aber bei mir noch lachen. Naja, das war jetzt ein Freundschaftsbesuch. Oh. Ist das Metall? Was? Nein, Metall schwimmt nicht. Ah, geht jetzt. Sehr schön. Das ist richtig, dass Metall nicht schwimmt. Diese These stelle ich jetzt einfach mal gewagterweise auf. Was ist denn hier rechts los? Läuft also ich hab's noch nicht mit dem Haken. Nee, alles gut, aber nee, Fabi, der... Ja, ich bin noch kein Haken-Experte, okay? Ich bin noch in der Ausbildung. Ja, ich auch nicht. Ich bin noch ein Trainee. Aua! Hi! Ich aber dafür auch. Klaust du immer noch Fässer. Ja, hey, nee, was? Das war doch gar kein Hai. Ich hätte noch Hai angegriffen wahrscheinlich gerade. Doch, der ist gerade direkt unter dem Fluss auch durchgeschwommen. Wir sollten mal wieder... Scheiß Hai, wollen wir mal provozieren? Komm her, du Scheiß. Nein! Das klingt nicht logisch. Ja, es klingt aber... Ich möchte jetzt nicht sagen, aber wer sich ein wenig mit Haien auskennt, weiß auch, dass er eigentlich nicht einfach so... Ja. Boote aber das weiß der Hai nicht. hast du den Hai schon mal über seine Rolle in der Gesellschaft aufgeklärt? Ich weiß es nicht. Scheint ihm ziemlich egal zu sein. Du kannst übrigens, wenn du volles Leben hast, kannst du 3 Angriffe von dem Hai überleben. Aber du musst wirklich voll das Leben haben. Also komplett Max Leben. Also legst nicht, unbedingt, aufs, mit einem legst nicht so unbedingt drauf an. Also ich hätte gerne so, das habe ich schon gesehen, ich hätte gerne so eine Auffangboxen irgendwann. Ja, diese Gitter, diese Netze finde ich auch super cool. Ja, definitiv. Da hatten wir auch schon unseren Spaß gestern so ein bisschen mit, die sind auch ziemlich effektiv. Ich bin immer noch skeptisch. Die Auffangnetze sind doch cool. Ja, aber dafür muss das Boot ein bisschen größer sein, dass man mehr Fläche hat, weil sonst kleistert man alles mit Auffangnetzen vor. Hast du gestern gar nicht mitbekommen, oder was, dass ich, Ich? Doch. Nein, ich hatte gestern ja Auffangnetze gebaut, aber ich hatte hinten so einen Bereich gebaut, so einen Auffang, so einen breiten Streifen hinten am Schiff, wo ich dann dachte, so könnte man ja so Auffangnetze dran bauen, schlussendlich. Wie kann ich mir den Hammer machen, ne? Okay, da fehlen mir noch 2 Seile. Ich würde aber die Ressourcen. Seile kannst du aus Blättern machen. Du kannst im Crafting-Menü unter der Schraube verschiedene Ressourcen aus anderen herstellen. Oder du kannst auch einfach in dieses kleine Feld reinklicken und dann hast du schon. Genau, du kannst per Quick Crafting kannst du bei Rezepten, wo dir diese Ressourcen, die du herstellen kannst, fehlen, kannst du ganz einfach in dieser Ressource. In diesem Crafting-Menü die Ressource auswählen, beziehungsweise auf das Icon klicken, um das nachzucraften. Ja, okay. Aber ich würde dir immer empfehlen, ich würde mal empfehlen, am besten, dass du das noch nicht tust, dass du noch keinen Bauhammer baust, weil wir bauen lieber einen Holzspeer oder so, weil dann haben wir wenigstens einen in der Gruppe, weißt du? Achso, ja, wegen dem Hai, ne? Ja, genau. Das ist sehr sinnvoll. Am Anfang sind die Ressourcen hier sehr spannend. Sinnvoll, es wäre gut, wenn wir das Fass mitnehmen und dann kurz auf die Insel mal gehen. Ich habe Schrottteile schon gut. Du brauchst halt Bauen eine Axt, wieder eine Axt. Genau. Um die Bäume zu fällen. Und es gibt halt ordentlich Holz. Und Holz. Ja. Und Blätter. Was wir gemerkt haben, finde ich, Holz ist die wertvollste Ressource bisher, so ein bisschen. Ja, also die brauchst du häufig halt, ne? Ja. Inches, Punkt. Man muss damit alles befeuern am Anfang. Du brauchst es fürs Essen, fürs Bauen, für alles. Ach, das war den den Hai abzuwehren, den Hai zu töten, eigentlich generell. Für alles. Holz ist ich glaube, ich habe den Hai provoziert. Holz ist die Welt. Kann man nicht provozieren. Ja, er provoziert sich selbst. Er produziert sich selbst? Ich hoffe. Ja, das anscheinend auch, weil immer wenn ein Hai stirbt, ist 2 Minuten später der nächste da. Die wechseln sich immer ab, das ist so ein Schichtbetrieb. Wir haben irgendwelche blöden Tarifverträge. Ist wirklich so? Ja. Ja, ich meine, der greift doch auch regelmäßig an. Warum sollte das ein normaler Hai tun? Ja, ganz einfach, weil es im Tarifvertrag geregelt ist, dass er auch keinen Urlaub hat. Was ist denn? Was denn? Wenn ich jetzt gerade. Ich glaube, du kommst aus einem bestimmten Thema da drauf. Nein.
Ich sehe auch rechts von der Insel ein Floß, ne? Ein anderes. Ja, was? Floß? GSMIR, wie soll ich dich denn nennen? GS mir oder was ist dir denn lieber? Weil ich breche mir da so ein bisschen die Zunge bei. Weil er sagt gerade, nice, die Twitch-App funzt auch wieder. Ja, sehr schön. Ich hoffe, das Bild ist soweit okay, weil ich muss. Hi, Alarm! Dam. Da ist ein Sticky ihm ins Auge. Nein, man kann ihm doch eigentlich auch ins Auge drücken, habe ich gehört. Das soll helfen. Boah, 5 HP hat das scheiß Ding noch. Okay, ich gehe mal auf Badetour. Auf die Insel meinst du? Also, willst du hast doch die Axt, dachte ich, dann geh doch auf. Ja, bin ich. Deswegen, ja. Ich bin auf dem Weg. Ja, ich dachte, du wolltest auf Badetour unten, deswegen dann. Nee, das wäre Taucherausflug. Achso, das ist ein Unterschied. Gib mir. Okay, gib mir. Alles klar. Hi, gib mir. Hallo. So. Du darfst halt nicht so weit abtreiben. Du kannst halt später so ein. Ach, du kannst einmal. Es sind nur 2 Bäume, das passt. Schoko. Das ist Gregor. Schoko-Cola. Ja, ich weiß. Schoko-Cola schreibt gerade, dass er sagte, dass er Plastik wertvoller findet, beziehungsweise, weil man Holz halt so schnell bekommt halt. Nee. Kommt nee. An. Plastik von ist genauso Bäumen. Häufig. Echt? Meinst du? Ja. Oder meint ihr das nicht? Plastik ist im Meer genauso häufig wie Holz. Nee, aber er meint, das ist wichtiger, Plastik. Ist gerade geschrieben. Leute, wollt ihr nicht auf mich warten? Wie kann man das überhaupt steuern, dass das Boot... Warte, du kannst dir ein Paddel... Ich mache mir ein Paddel, warte, ich klär das. Tschüss! Ich baue mir ein eigenes Floß, das ist okay, nicht das Problem. Okay, vom Bild her passt kannst alles. Kannst du leider nicht. Schön. Dann habe ich da auch keine Schwierigkeiten mehr. Endlich keine Frame Drops mehr! Du könntest ja noch ein paar Sachen sammeln hier. Okay, da kommt er schon. Achso, ja, gut, oder so. Oh, ich muss mir noch abgewöhnen, wenn ich direkt davor bin, es dann anzuklicken zu wollen. Oh, hi! Was? Hi! Oh. Ja, hi! Rico, wenn der Hai kommt und du laut Hai rufst, dann sollst du vielleicht nicht ins Wasser springen. Es war einer, der ins Wasser gesprungen und dann halt. Ich verstehe zwar irgendwie Panikreaktionen, aber das ist nicht das Glückste, was du machen kannst. Ja, aber wie ich paddel mal zum Floß rüber. Wir brauchen, ne? Wir brauchen Rico? Definitiv ein, wie heißt das? Ein Geländer für dich schon mal? Ja, okay. Ja, definitiv. Nein, Rico, du machst mir gerade Konkurrenz, das finde ich nicht in Ordnung. Warum mache ich dir Konkurrenz? Ich will eher auch immer vom Floß springen. Ich bin 10 Millionen Mal vom Floß gefallen und immer in dem Moment kam der Hai. Fabi, 2-3 Minuten im Wasser, hin und her geschwommen, alles mögliche gemacht. Conny fällt einmal rein, für 2 Sekunden direkt der Hai am Arsch. Also ich hab Scheiße. Da echt Glück mit. Ach, du schwimmst hin, ja, okay. Ja. Ach, hier ist ja gar nichts gerade. Ja, wir wollten halt... Diese kleinen Floßdinger da sind Kisten drauf. Da sind auch Ressourcen drin. Aus dem Style. Ich hab da hinten noch eine Insel. Nee, da hinten ist ein Stein im Wasser, ne? Ja, das wäre auch... Der Hai ist eine richtige nette Person. Ja, richtige nette Person. Ich hab irgendwie das Gefühl, du wolltest gerade was anderes sagen. Nach, ich nicht nehmen. Gar nicht. Jetzt haben wir hier schon mal eine. Seile. Immer 4 Fläche, jetzt haben wir immer schon herstellen, mal ein bisschen herstellen. Soll ich eine Axt herstellen? Ich hab noch eine, die fast heile ist. Axt braucht man nicht. Ich kann auch gar keine Axt herstellen, sehe ich gerade. Also eine Angelrute ist schon mal ganz sinnvoll tatsächlich. Eine Angelrute. Hab ich nicht genug für. Was fehlt dir denn? Holz oder Seil? Seil. Seil braucht man viel. Ja, warte, dann hast du hier immer meine Seile. So. Wow, also diese Seile. Ja, es sind alles Boxen halt, ne? Alles Platzhalter. Ja, jetzt könnte ich eine Angelrute machen. Ja, würde ich mal machen, weil wir brauchen halt irgendwas in der Richtung schon mal. Was kann ich damit jetzt machen? Angeln. Soll ich auswerfen und mit Linksklick einziehen. Warte mal. Das ist dein Lieblingshobby, dachte ich. Hast du gestern doch auch schon gemacht in GTA oder? Roleplay, ja. Das war ganz schön entspannt, das hätte ich gar nicht gedacht. Habt ihr zufällig noch Kunststoff? Nee, ich hab nur 3. Geht der Schwimmer runter, wenn was am Haken ist? Mach dann einmal so wie bei Minecraft, sag ich mal so, futsch, so ein Geplätschergeräusch, ich kann's nicht nachmachen. Ah, sehr schön. Es macht einen Sound und dann wird dir dick angezeigt, drück Linksklick, du Arsch, ansonsten ist der Fisch weg. und dann solltest du dem nachkommen, wenn du den Fisch haben willst. So, wollen wir hier den Stein untersuchen, oder? Achso. Können wir machen. Ich bräuchte nur Plastik, dann könnte ich schon mal einen Wasseraufbereiter bauen. Ich habe ein Plastik, wie gesagt. Rico, hast du zufällig noch 3 Plastik? Ich muss... Nee. Das ist weiße Kram. Ich habe... Ach, dann doch, 13 Stück. Das also ist was. Das kannst du theoretisch droppen. Ich muss kurz abbrechen. Ja, alles gut. Wie breche ich das ab? Mit Rechtsklick, so, mit Rechtsklick oder so, okay. Ja.
Wie droppe ich? Mit Q oder rausziehen aus dem Inventar einfach. Danke. Kein Problem. Ich angle mal ein bisschen weiter noch. Gut, dann haben wir hiermit unser erstes tolles Ding namens Wasseraufbereiter. Brauchen wir dafür nur Becher, Wasser und Holz. Apropos Wasser. Ja, du solltest nicht das Wasser, was hier um uns rum ist, trinken. Das zieht dir nämlich ganz viel von der Wasserleiste ab. Aber ich hab doch ganz frisches Wasser hier neben mir stehen. Und da ich ja ganz, ganz schlau bin, habe ich hier zufällig noch eine Überraschung. Für einen Grill. Ja, ich glaube, wir kommen ziemlich schnell ab vom Kurs. Okay, nee, ich glaube, wir lassen das mit dem Felsen, oder? Ja. Ah, der Hai! Hi! Ich grüße dich auch zurück. Jump it! Ich muss erstmal auf die elementaren Dinge stürzen. Zufällig hier. Keiner noch. Holz. Plastik? Nein. Holz? Doch, Holz hätte ich noch 11 Stück. Ja, das wäre ganz praktisch. Dann könnte ich nämlich schon mal anfangen mit bepflanzen. Wir bauen hier nämlich einen Garten. Okay. Also wäre ich die Frage, wann weiß man eigentlich in diesem Spiel, wann man auf dem richtigen Kurs ist? Gar nicht. Nein, wenn man einen Wimpel hat, dann sieht man, wo einem die Meeresströmung bzw. der Wind hintreibt. Könntest du mir das Holz vielleicht kurz geben, Rico? Ja, weil wir stehen hier gerade auf 4 Sekunden. Wir stehen halt quasi gerade, ne? Nee, wir fahren geradewegs weg von der Insel. Oder von dem Stein. Meine Angel ist kaputt gegangen. Was ist dann schon? Brauchen wir eine neue. Also ich habe jetzt 10 Fische. Ja, ist auch schon mal ganz gut, das ist schon mal was zu essen. Und das Holz Heringe ist jetzt gedroppt. Du bist ein Arsch, Fabi. Nein, alles gut. Mein Fass. Da, danke. Dann zeige ich dir die nächste Neuheit. Sie nennt sich Beet. Sie nennt... Ja, eine Beet, was ist denn ein Beet? Erklär mal. Das ist wie ein Fremdwort für mich. Tada. Moment. So, hat noch... Nevermind. Okay. Jetzt müssen wir so gesehen nur noch Holz und alles wieder sammeln, um alles zu befeuern. Im besten Fall aus Fässern Kartoffeln oder Rüben ziehen, damit wir die anpflanzen können. Dann haben wir's. Schokokola sagt gerade, der Fisch ganz rechts ist wichtig, nicht im Essen verarbeiten. Genau, das wollte ich dir auch gerade sagen. Ich verdurste gerade. Es gibt... wir alle gerade. Aber... Du musst halt der nächste Becher Wasser, den könnt ihr euch nehmen. Du musst ihn halt immer erhitzen, ne? Also Salzwasser reinfüllen, genau. Dann... Dafür brauchen wir einen Becher. Theoretisch könnt ihr euch auch eigene machen. Ich hab aber noch notfalls einen. Ach so. Ich hab hier schon eingebracht. Einen Becher. Das hab ich jetzt falsch gemacht. Du kannst im Crafting-Menü unter dem obersten Punkt einen blauen Becher herstellen. Ach so. Den brauchst du für die Wasserproduktion, um zu trinken, Wasser von A nach B zu füllen. Der ist eigentlich in dem Sinne essentiell. Ich habe aber dafür nicht genug Plastik. Ja, dann nimm den Becher erstmal. Dann können wir uns abwechseln. Dann klickst du einfach da draus und nimmst das Wasser. Da steht Essen, wenn ich da links dicken will. Ja, dann ist. Nee, nein, ich habe den Fisch gegessen. Nee, ich wollte schon sagen. Ja, du musst den Becher auch in die Hand nehmen. Scheiße. Oh Gott. Nee, dann hast du eben halt mal einen roten Fisch gegessen. Ja, das kann auch eigentlich gar nicht so schlecht sein. Gibt ja wohl nicht viel Zeug. Weiß wieder, ich aber. Nicht. Ach, mein Plastikhaken. Soll ich jetzt mal. Einen Fisch grillen, ja, das wäre sinnvoll. Ist da noch kein Vollholz drauf? Oder? Ach ja, hier. Nee, doch. Sorry, falsche. Also, es fängt immer an, sofort zu braten, sobald du halt irgendwas draufpackst, was Sinn macht. Ja. Ja, ich muss die Steuerung halt ein bisschen, noch ein bisschen lernen. Ja, ich glaube, ich habe mich gestern ziemlich blöd mit der Tasse angestellt. Das erste Mal. Ich verdurste halt gerade richtig hart. Da sollte gleich wieder Wasser fertig sein. Ja, ich habe gerade schon wieder aufgestellt. Also wir haben das gestern immer so gemacht und ich glaube, dass die Regel ist ganz gut. Wer Wasser verbraucht oder auch Essen verbraucht, der soll dann wieder nachfüllen auf dem Grill, damit das dann durchläuft. Ja. Weißt du? Hat sehr gut geklappt übrigens, möchte ich auch nochmal dazu sagen. Das hat auch gut geklappt. Nein.
Oh, Wasser ist alle. Leute, ihr müsst dran denken, Wasser nachzufüllen. Das war so der Spruch, der von Gregor alle 5 Minuten kam. Nee, bei mir nicht. Einmal halt bei mir. Und bei mir hat er hat mir einmal gesagt, ich soll Wasser nachmachen und ich habe gar nichts rausgenommen. Und er hat irgendwann nur Pflanzen damit gegossen. Eventuell war ich das, der danach wieder vom Floß gefallen ist. Die Situation gab es nämlich auch 2-3 Mal. Ich will Wasser holen, fall vom Floß, werd vom Hai angefallen und kann dementsprechend nicht nachfüllen. Fick dich, Hai. Das klingt so wie so eine typische Schulausrede. Ja, tut mir leid, aber ich wurde vom Bus überfahren, deswegen bin ich 5 Minuten zu spät zum Unterricht. Das ist meine normale Ausrede. Boah. Das gab dich Cash. Cash? Ja, ich habe 2 Fässer gleichzeitig abgeräumt und da war halt ein kleiner Jackpot. Ressourcenregen. Da sind wieder 2 Fässer da draußen. Ich leg nochmal einen Fisch drauf. Alles klar. Nein! Du sollst den Fisch nicht essen. Also wir hatten gestern schon eine es gibt Tech-Stufen tatsächlich. Also wenn ich jetzt weiter, dann hast du auch einen großen Grill und einen großen Wasserauffangbehälter. Das macht es dann echt wesentlich angenehmer. Ja, der große Grill braucht erstmal weniger Holz. Scheiße. Das war mein Haken. Egal, neuer. So. Manuel natürlich, so heißt er, mein Haken. Warum heißt den Haken Manuel? Weil es ein neuer ist. Oh mein Gott. Der Hai hat's auf mich abgesehen. Oder auf die Witze. Töte ihn, töte ihn. Runter einfach mal ein Boot. Oh Gott. Habe ich gerade aus Versehen Weißwasser. Das ist dann blöd, ja. Ja, eventuell. Unter gewissen Umständen ist das nicht allzu sinnvoll. Schmeckt salzig, ne? Hat man irgendwas damit Geschmack? Also hier gibt es einen Fisch, der ist der gebraten? Ich glaube schon. Also wenn jemand einen Fisch essen möchte, dann kann er das jetzt tun. Oder es für immer lassen. Oder für immer Nein, warum? Ne, aber der war noch nicht gebraten. Ne, das Holz ist nur ausgegangen darunter. Oh, okay, das erklärt's. Das erklärt's vielleicht. Aber ja, ich meine, mein Charakter hat auch ziemlich viel Hunger. Also findest halt manchmal in Fässern oder auf Inseln, findest du halt viele Nahrungsmittel, ne? So Obst und sowas. Na, ich weiß nicht, ja, das also war ich, ja auch ich, überhaupt nicht auf dem scheiß Holz drauf. Also ich bin jetzt unter der Linie schon beim Essen, also. Ja, ich habe gerade aus Versehen, statt nachzulegen, den Fisch aufgenommen. Also wer Hunger hat, bitte. Hier liegt er. Komm, bitte schwimm durch. Ach. Oh, ich bin mal kurz vom Fluss gesprungen. Ich wollte mal kurz duschen. Ja, ja, warum nicht, ne? Ja, weiß ich nicht. Ach, mein Becher, stimmt. Lecker. Herstellen. Fisch bringt's mir, muss ich sagen, Fische bringt's auch ganz schön. Also, die bringt ziemlich viel Nahrung wieder rein. Hat mal jemand ein bisschen Kunststoff noch? Ich würde das Fluss mal ein bisschen ausbauen. Man braucht Kunststoff fürs Boot. Ja, Sekunde. Ja, du brauchst 2 Kunststoff und 2 Holz. Das Holz muss ja irgendwie schwimmen, Rico, deswegen Plastik drunter. Ja, ich finde schon sinnvoll, weil wenn du mal drunter guckst, sind diese großen Container. Flaschen, diese großen Plastikbehältnisse da drunter, die. Oh, wie heißen die Dinger denn? Kanister, nicht Container. Nee, meine Güte. No! Ein echter Pirat. Alles klar, okay, auf links ist ein. Kommt ein Floß in Sicht. Auf jeden Fall. Ja, wer hat das Wasser nicht nach. Ach doch, das Wasser ist da, oder? Nee, irgendwer hat vorhin geschlürft. Ich? Ja, nee, es ist da, aber warte, ich würde das gerne mal eigentlich benutzen, um. Gießen benutzen. Genau. Mach schon. Achso, hast du jetzt schon. Nee, ich hab noch nicht gegossen. Nee, nachgefüllt, ich hab gegossen gerade. Achso. Ich hab auch eine Kartoffel eingepflanzt. Ja, aber eine zu wenig, da war ein Platz frei. Ja, ich hätte auch eine. Ich hatte noch eine Rübe übrig, tatsächlich. Geh weg! Du Dieb. Ja gut, wenn das Floß größer ist, dann hat man halt noch mehr, sagst du, so ein Seiten halt, dass man halt jeder sammeln kann, ne? Aber kommt man sich ja halt gegenseitig gerne mal in die Quere. Ja, man muss sagen, guck mal, das unser Floß ist schon halt schon die 8-fache Größe vom Standard, ne? Also, am Anfang. Wir haben schon Luxusausstattung. Und also gestern waren wir. Natürlich. Kann mal jemand einen Paddel bauen vielleicht? Dann wird er mal rüber schippern zum Floß? Nee.
Ich habe keinen Kunststoff dafür. Ich gebe meine Ressourcen nur für eine sinnvolle Planke, Sachen eine aus. Rohrrübe, Palmblatt, Planke, Bauplan, Antenne und was noch? Keine Ahnung. Ja, die Baupläne sind nicht so wertvoll. Das, was kann man damit machen? Es gibt nur zwei Baupläne und naja. Kannst du wegschmeißen, ich habe welche. Baupläne brauchst du später, ganz später. Für, wie es schon sagt, den Sender und den Empfänger. Die brauchst du für ein Radar und ähnliches. Und das ist halt definitiv nicht am Anfang. Frag mal so rum, wofür sind wir eigentlich unterwegs? Also was ist passiert? Gibt's da irgendeine... Fabi hat uns entführt und ja. Ja, und ich wollte eigentlich wollte ich euch alle in meinen Keller einsperren, aber dann ist mein Flugzeug abgestürzt. Mein Privatjet natürlich. Und die Alien haben gesagt, sie nehmen uns nicht mit, also müssen wir jetzt selber hier irgendwie raus. Ich hab das Flugzeug übrigens auch das Drake-Mobil genannt, aber das hat leider nicht geholfen, es ist trotzdem abgestürzt. Gerade so, deswegen. Und jetzt in echt? Also es gibt keine wirkliche Story. Ja, weil ihr von Empfänger redet und von... Ja, Empfänger und Sender, die beiden Bauteile brauchst du mitsamt einer Batterie und Antennen und... Für? Nevermind. Für ein Radar. Dann kannst du Inseln sehen, kannst vielleicht auch funken. Soweit haben wir halt noch nie gespielt. Ja, okay. Genau. Okay. Wir waren halt gerade mal dabei, so einen schönen Barbecue-Grill hier zu bauen und alles. Genau, wir hatten Barbecue schon mal. Na, Dings ist draufgegangen. Hä? Meine Hake. Meine Haken. Ich hab schon fast die zweite jetzt weg. Die... brauchen nicht lange. Aber die brauchen ja voll wenig in der Herstellung. Das geht ja, eben, voll. Die sind sehr günstig. Ja, ach, ist das sehr. Jetzt, hast du schon einen zweiten? Ja, ich bin am Aufrüsten. Ich mache hier gerade Wettrüsten mit... Warum immer direkt vor mir? Sehr richtig. Mit einem Hammer kannst du auch reparieren halt, ne? Na gut, weil du geangelt hast. Rechtsklick kannst du so ein Baumenü öffnen damit. Da kannst du verschiedene Sachen dann herstellen. Mit dem Hammer. Ich wollte einen Fisch drauflegen. Ja, das ist das Problem. Der Hai riecht, dass du... Also du riechst für ihn nach großem Fisch. Beziehungsweise sieht es auch nach großem Fisch dann aus. Da rennt was nach Fisch riecht und es ist groß. Dementsprechend will er es fressen. Okay, ich glaube, das war falsch. Nein! Wert gerade. Nein? Doch. Ich verdurste. Achso, wusste ich nicht, dass es so schlimm ist. Wir hatten halt jetzt gerade... Da muss doch gerade was drin gewesen sein, oder nicht? Ja, war auch alles gut jetzt. Ja, dann... Und pack Neues rein. Nein! Hast du wieder Salzwasser getrunken? Ich muss mich definitiv an diese Steuerung gewöhnen. Hast du schon wieder Salzwasser getrunken? Noch nein, niemals. Hätte ich nicht getan. Alles klar. Boah, guck mal nach vorne, wir sind im Himmel. Ja, das dachte ich mir auch gerade. I believe I can swim. Na, gleich. So. Und jetzt trink mit Linksklick. Linksklick. E aufnehmen. Und mit E wieder einfüllen. Und mit E Wasser füllen. Mit E einfach trinken. Mit E ist füllen einfach. Insel ja, voraus. Ich hab's gerade. Sehr schön. So, passt. Okay, was kann man aus diesem einen Fisch denn machen? Weil Gregor meinte, dass ich den kannst nicht... Kannst du einen Fischkäteköder rausbauen? Ein Haiköder, um genau zu sein. Ja, genau. Da kannst damit du den Hai ablenken. Wir lenken den Hai so gesehen. Ach, du Scheiße. Was denn? Wir lenken den Hai übrigens. Der Hai hat mich wieder mal... nabuliert. Fabi, du bist ja ein Gangster. Ja, wir lenken den Hai so gesehen ab für eine Zeit. Ja. Wodurch wir... in der Zeit tauchen gehen können und die Ressourcen dort unten richtig effizient und alles abbauen können. Und dementsprechend dann halt auch ausgebaut? Ja, wie schon gesagt, Lehm und so weiter holen können, um voranzukommen in dem Spiel. Ja, das klingt gut. Ich versuche das. Klingt immer sinnvoll, voranzukommen. Nee, ich wollte eigentlich so bei so einer kleinen Hütte bleiben hier und einfach ein bisschen Wasser trinken, regelmäßig. Achso, Nägel brauchen wir dafür. Kann ich auch schon tun? Och, ich verhungere gerade. Ja, genau, Gregor, das ist halt echt beschissen. Es macht mir halt komplett den Fortschritt weg, wenn ich das Salzwasser trinke. Das ist halt echt beschissen, ne? Jupp. Oh, oh, oh. Ja. Ja, es ist wichtig. Ja, ihr beiden macht das, ja. Ich pass auf das Floß auf. Achso, ja, dann versuch einen Anker zu bauen, Fabi. Oh Gott, jetzt ist. Soll ich die Pflanzen. Was soll ich machen? Du kannst hier leider ohne Axt nicht viel machen. Du kannst halt die Pflanzen höchstens mitnehmen, also.
Ich nehme hier unter meine Pflanze mit. Gut, alles klar. Anker ist. Hä? Gelichtet? Das ist sehr nee, noch nicht. Ah, nee, ich muss runterschmeißen. So. Ach, nicht gelichtet. Was denn? Du lernst gleich die Fairness des Spiels kennen. Brauch deine Hilfe, genau. Bleib mal einfach da stehen. Räuberleiter. Ja. Okay. Danke. Kein Problem. Oh Gott. Also ich habe gerade Ressourcenbombe hier gerade aufgekriegt. Rico, ich muss dir mal ein bisschen was runterschmeißen. Ich hoffe, du hast einen. Ich hab doch noch Platz. Schon gut. Oh, okay. Ich habe gerade übrigens was Interessantes rausgefunden. Ja. Wenn du das Boot mit einem Anker bewirfst, das Boot stehen bleibt, dann bleibt irgendwie alles andere aufstehen. Kann das sein? Nein. Die Tatsache, dass alles andere schwimmt, ist nicht korrekt. Die Ressourcen, die da rumschwimmen, stehen. Durch unsere Bewegung denken wir, dass die sich bewegen. Aha, ich verstehe. Aber eigentlich macht das keinen Sinn, weil es schwimmt ja auch von sich aus schwimmt die ja eigentlich auch, ne? Ist es sinnvoll, alle Blätter gleich dann immer in Seilung zu... Du brauchst für gewisse Sachen wie ein Segel auch Blätter. Also ja und nein. Sobald wir ein Segel haben, ja. Ach so. Ja, vorher noch nicht. Die Beete habe ich übrigens auch aufgefüllt, aber die müssten noch gewässert werden. Ja, und die haben gerade leider, da war eine Taube. Eine Taube. Ein Fisch, nein. Eine Hochseetaube. Ja. Achso, ich mache immer einen ganzen Kasten, wenn ich einmal gieße, ne? Dann gieße ich immer gleich den ganzen Kasten, kann das sein? Hä? Was? Ja, ja. Moment, ihr habt recht, die Dinger bewegen sich hier überhaupt nicht. Ja. Das sieht immer so aus, weil man halt auf dem Boot unterwegs ist. Boah, schwimmt dieser Hai eigentlich? Ist das nur dieser eine Hai und der schwimmt immer um einen herum die ganze Zeit? Ja, bis du ihn tötest. Also irgendwann töten wir ihn halt, wenn du genug draufstehst, dann gibt's Haifleisch, das ist ziemlich lecker. Und ja, und dann kommt der nächste Hai nach so 30 Sekunden. Klingt logisch. Ja, ich muss sagen, der ist halt. Ey, der ist gerade an unserem Boot. Ich glaube so. An meinem Boot. Runter von meinem. Ah, oh, das hat kaputt gemacht. Runter von meinem Fluss, wollte ich sagen. Also, ich habe gerade tatsächlich auch relativ viel Holz im Inventar, ne? Weil ich habe. Ja, ich auch. Ja, gut, du hast gerade geaxtet, aber. Das war nicht immer nur, ich habe halt. Ich komme mal zu dir geschwommen. Nimm, Lukas. Nimm, Lukas? Was? Ja, der Hai. Ach so. Ich hab grad überlegt, was nimm ist. Nein. Nevermind. Die brauche ich. Was? Nimm die Samen. Nimm Lukas Samen. Nein, das könnte man falsch verstehen. Ich weiß gar nicht, was man da falsch versteht. Achso, aha, tada! Eine Truhe. Du hast falsch rum platziert. Nein. Was ist der Anker? Darf ich den lichten jetzt? Eigentlich kommen wir jetzt weiter, ne? Nee, wir wollen unten ja noch an der. Also pass auf, unten an der Insel kannst du halt auch noch untersuchen. Also unter Wasser gibt es halt Sand, Lehm und sogar Metallerz später. Habt ihr noch Kunststoff? Zufällig? 8 Stück. Weiter ich das könnte ich die vielleicht nicht haben für hier die Kiste? Ja, hier. Hättest du auch sagen können, hätte ich auch selber eine gebaut. Oh. Hier bei mir. Oh. Da. Okay. Nee, ich will Kisten bauen. So. Wir brauchen nämlich jetzt gleich ein bisschen Platz. Das stimmt. Wir brauchen vor allem. Und einen Haiköder. Also Nahrungsmittel brauchen wir mehr auf jeden Fall auch. Willst du Kokosnüsse? Ich würde alles nehmen, ja, aber ich brauche halt vor allem Essen, also. Da. Danke. Essen und Trinken. Sponsert bei Epic Gaming GmbH. Ich dachte. Fabi, wusstest du, dass Face Punch, das Studio von Rust, ja, maßgeblich auch an Garry's Mod beteiligt war? Ja, das habe ich auch schon öfters gesagt. Das ist Gary Newman, der Chefentwickler von Rust, ist der Typ. Ist. Ach, ist das? Deswegen heißt es Garry's Mod. Also, okay, das ist derselbe Gary. Ich weiß nicht, irgendwie verdränge ich das immer. Das ist irgendwie interessant. Ja, es ist auch, das stimmt. Der mit Bauplan. Was mache ich denn mit diesen ganzen Blumen jetzt im Inventar? Die kannst du eigentlich wegschmeißen. Die sind nur gut für Farbe. Für Farbe, die können wir halt einfärben, aber wir sind noch nicht so weit und wir haben halt auch keinen Lagerplatz dafür. So, wollt ihr nochmal los, oder? Wassermelonensamen, was ist damit? Die solltest du definitiv aufheben. Ach, gelber Samen, ich habe gelben Samen weggeworfen. Was, gelbe Samen? Gelben Samen weg. Gelbe Samen, damit kriegst du halt nur gelbe so Blumen. Ja, also, okay. Alles. Habt ihr noch Kunststoff oder so? Wassermelonensamen. Kunststoff? Nein, immer noch nicht wieder.
Ich möchte gerne Wassermelonen pflanzen. Ja, das ist auch sinnvoll. Aber das geht auch nicht, oder? Aber nicht jetzt. Da brauchen wir erst die großen, oder? So. Ja, aua. Ja, gut. Ich würde jetzt noch mal ein bisschen angeln, glaube ich. Rico, kannst du dich einen Haiköder mittlerweile herstellen? Einen Haiköder. Das wäre sehr sinnvoll. Nein, es fehlt noch ein Fisch dafür. Versuchen wir den zu kriegen. Ich mach den habe ich aus Versehen. Ach, scheiße, ich glaube, ich hatte einen davon. Ja, ist ja okay. Ich meine. Passiert. Gut, dann stelle ich noch eine Angel her und angel noch ein Bestie. Alles klar. Lalala. Lalala. Dann gehe ich in die oberste Etage und nehme ich schon mal und mach da ein bisschen, ne? Ja, mach aber mal. Dann. Ist das Lehm hier, was ihr habt? Ich begebe mich schon mal auf die gefährliche Reise hier, Sachen. Und so. Sachen und so? Sachen ja, okay. Abzubauen. Ja, ja, ich bin ja auch schon unter Wasser gerade, das meine ich ja. Ja, ich stehe dich gerade. Allein auf dem Boot? Und was ist, wenn der Hai angreift? Dann tötest du ihn. Mit deinen Fäusten. Mit was? Mit deinen Fäusten. Dann machst du einen Roundhouse-Kick. Dann ist es vorbei. Alles klar. Nee, es wäre wirklich sinnvoll, wenn du ja auch einen Speer hast. Dass alle einen Speer haben, ja. Alles klar. Also, vielleicht gucken wir mal, dass die nächste Investition mit Holz bei dir ein Speer ist. Wo ist unser Floß? Ich sehe das gar nicht von hier aus. Ach, da hinten. Auf der anderen Seite der Insel. Ja, wir sind im Dunkeln, können wir halt auf den Anker gelichtet. Ja. Das wäre tödlich. Und zwar nicht nur für uns. Auch für mich? Ach, das geht. Oh, cool, ich kann unter Wasser eine Rübe essen. Ich hab die Ruhe weg, Alter. praktisch das Problem ist nur. Es ist dunkel. Quadratisch praktisch. Wir sehen halt nicht viel, ne? Ach. Lehm leuchtet, das haben wir doch hier schon gelernt. Der Hai greift mich auch an, da leuchte ich auch. Aua. Ja, ist doch gut. Dann werde ich nicht angegriffen. Deine Besorgnis ist rührend. Ja, gerne. Aua! Lass das! Ach, hat der Geheide jetzt schon gefunden? Nein. Nein? Okay. Fabi. Was denn? Ich kann gerade nicht ins Wasser. Warum hast du Flossen? Was? Du stimmt dich direkt aus. Nee, alles gut, der Hai war hinter mir her, deswegen. Ich muss jetzt nur gucken. Hier wieder weg. Weil eventuell habe ich momentan etwas. Ich nenne es mal ein Lebenspunktedefizit. Ja, woher kommt das? Ich weiß es gar nicht. Ich fühle mich nicht minder bemittelt, sondern benachteiligt. Obwohl vielleicht auch ein bisschen von beidem. Ich sehe die Kisten. Ja, das kann mal vorkommen. Ja, ich bin mich einfach auf die nächste hohe Stelle geflüchtet. Hi! Und das war die Insel. Ach, gut. Naja, schaffe ich aber nicht, den vorher zu töten, ne? Na doch. Lord. Sagt, wenn er ablässt. Er ist weg. Er ist tot oder weg? Nein, er ist weg. Also, er ist wieder weggegangen. Ich verstehe es nicht, warum. Es ist doch viel einfacher, wenn er jetzt da kommen würde. Dann nimmst du einfach einen Speer, steckst ihn von oben rein. Und das Ding ist weg, ne? Nein. Ja, ne? Naja, gut, es ist ein Holzspeer, so viel Wucht hat er jetzt auch wieder nicht, aber ja. Sollte eigentlich ja, komm, reichen. Aber mit der Spitze soll es bei einem Hai doch. Ich weiß nicht, wie. Oh, die Frage ist, wie hart ist die Haut des einen Hais? Ich bin mir da gar nicht so sicher. Ja, der hat halt eine schöne Fettschicht nochmal. Wie alle Fische. Und die Schwarte ist auch nicht schlecht. Das ist die Fettschicht, ich Idiot. Ich wollte schon sagen. Die Haut. Die Haihaut an sich ist auch, glaube ich, ein bisschen strapazierfähiger. So, kann ich jetzt einen Köder machen? Ich glaube ja. Einen Moment. Mache ich mir einen Holzspeer. Und dann mache ich einen Haiköder. Haiköder. Ach, du hast mir 10 Kokosnüsse gegeben, dein Ernst. Und was mache ich jetzt mit dem Haiköder? Den kannst einfach du ins Wasser werfen, theoretisch, wenn wir es brauchen. Achso, wenn wir es brauchen. Okay. Ja, also ich meine, Conlolla kommt jetzt gerade zurück, mehr oder weniger. Nee. Oder? Nee? Dann ihr holt euch jetzt Essen und Trinken. Und zwar irgendeinen halbvollen Haken mindestens. Und sobald ihr dann, sag ich mal so, zu einem Drittel voll seid mit Essen und Trinken und einen halbwegs heilen Haken, im besten Fall einen neuen habt, kommt ihr rein ins Wasser, vorher schmeißt ihr den Haiköder und dann farmen wir die Insel leer. Ja gut.
Was können wir denn auf der Insel noch farmen? Also was unten wir halt. Also dafür unten gibt's halt den Sand, den Ding. Also dafür brauchen wir halt tief tauchen und das Problem ist dann gerade unser Hai halt immer an, ne? Okay, bedeutet, ich werfe gleich den Köder. Alter, haben wir ein Lager. Und dann ist der Hai für 2-3 Minuten beschäftigt. Alter, wir haben ja ein Holzparadies gerade, ne? Ja, muss ich das Werfen aufladen oder wie ist das? Ja, wie bei der Angel. Und du schmeißt ihn einfach zwischen Richtung Fässer. Richtung Fässer da hinten bei deinem Floß. Damit er möglichst weit weg von der Insel ist. Aber auch nicht allzu weit, dass es nicht triggert. Ich habe nämlich schon mal gehabt, der Hai wollte ihn weit weglocken. Ich habe den Köder hingeschmissen und bin zur Insel geschwommen, die ungefähr auf die gleiche Entfernung war. War auf der anderen Seite der Insel. Der Hai war bei mir und hat den Köder natürlich nicht mehr mitgekriegt. Der hat nicht getriggert. Und da hat er mich ein bisschen zerfleischt. Oh, gar nicht mal so schlecht. Ich habe ein wenig viel letztes Mal nicht viel weitergeworfen gekriegt. Und jetzt los. Unter Wasser sammelst du halt mit dem Haken, dem du Sachen einsammelst auch, ne? Du musst nur aufpassen, dass du Sauerstoff genug hast. Genau. Ja, alles klar. Großen, so, jetzt hier unterm Haken. Die großen Kleckse, nicht die kleinen Kiesel, sondern die großen Kleckse. Braun und Sandfarben halt, so beige. Das ist Sand und Lehm, die brauchen wir vorrangig. Und die, Metallteile, die rumliegen, das ist auch mal ganz gut. Das ist halt Schrott. Also Stein oder was? Oder was? Nein, Stein brauchen wir eben nicht, aber das die, die dicken Platschen, nicht die kleinen. Die kleinen Steine, die kleinen Steine sind Steine halt, wirklich. Ich hab halt schon gut gefarmt, vielleicht ist da bei dir gerade nichts. Ja, Sauerstoff, 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 Sauerstoff. Ja, man kann für die Luft ein bisschen zu kurz anhalten. Ja, ich finde es geht. Dafür, dass man unter Wasser arbeitet und einfach ohne Gerät darunter geht. Ja, stimmt auch wieder. Du solltest immer bei so einem Viertel, sagen wir mal Drittel, hochgehen. Je nachdem, wie tief du bist, brauchst du natürlich länger, um an die Oberfläche zu kommen. Aber sobald du dann halt Leben verlierst, ist scheiße, weil dann hältst du keine 3 Bisse mehr aus vom Hai. Okay, ich habe irgendwie Schrott jetzt bekommen. Ist das? Ja. Ach, hier ist Rico. Schrott ist auch gut, aber wie schon gesagt, die großen, breiten Flatschen sind wichtiger momentan. Ja, aber irgendwie finden wir. Wo brauchen wir das denn eigentlich genau? Nee. Damit wir nasse Steine? Ziegeln. Ja, genau. Ziegeln und durch Ziegeln kriegen wir den Schmelzofen und der Schmelzofen ist der Schlüssel zum Glück. Wie das klingt. Ja, es ist halt wirklich so. Du kannst so viel damit machen. Du kannst Plastikflaschen bauen. Du kannst Glas schmelzen, was sehr wichtig wird für den Wasseraufbereiter. Okay. Wie schon gesagt, du kannst halt richtig viele Sachen machen. Der öffnet halt wirklich neue Wege. Diesem, ich sag mal, Tier 2 Level. Okay, wie heißt das denn dann, das Zeug, was man dann einsammelt? Die großen Flaschen, ne? Lehm und Sand. Die sehen, weil davon finde ich irgendwie nichts. Ja, ich glaube, die Insel ist auch ziemlich leer mittlerweile, weil ich war auch vorher schon dran, ja. Dann solltet ihr etwas tiefer tauchen und an der steilen Felswand findet ihr so Pickel, die aussehen wie Steine, nur halt ein bisschen glänzender. Der Hai ist wieder da, ja. Okay. Das ist Metallerz. Davon sollten wir auch mitnehmen. Aua! Eure Schmerzensschreie beruhigen mich, das ist nicht böse gemeint. Möwe, fick dich, Möwe! Der hat was geklaut! Ja, es gibt sogar, du kannst sie sogar töten, habe ich. Aua. Ja. Okay, ich darf jetzt echt nicht mehr. Ich bin raus, Leute. Was meinst du? Also, ich bin raus aus dem Tiefseetauchen. Wasser. Ja, alles klar. Noch ein Treffer, ich bin tot. So, nochmal. Nein, Rico, ich bin direkt neben dir drauf gegangen. Kann ich irgendwas machen? Du kannst seinen Körper rausholen und dann baust du ein Bett. Soll ich rüberkommen? So, wie baue ich ein Bett? Bei der Kiste. Im Crafting-Menü Kiste und der oberste Punkt. Du brauchst 10 Palmblätter, 6 Planken, Kunststoff und Nägel. Ja, Nägel machst du aus Schrottteilen. Nägel mache ich aus Schrottteilen. Nägel. Das ist ja cool, dass du mich so rausziehst. Das ist ja cool. Ja, ich hab aber nicht genug. Haben wir noch irgendwie... Schrott? Hab ich im Inventar auch. Ich weiß nicht, kannst du auf mein Inventar zugreifen? Nein, ich komme kurz. Yes. Es wird sehr lustig, weil ich gerade Durst habe und dementsprechend langsam bin. Ich hab nichts zum Gegenheilen. Es war Etapp, genau, richtig. Er hat mich auch direkt vorm Boot erwischt, so 1 Meter davor, weißt du? Ja, ich komme langsam, aber sicher. Alles hab gut. Hab halt nichts um... Hi. Keine Panik. Auf das Spiel ist casual. Panik. Wir haben nichts zu verlieren. Ein bisschen vielleicht. Oh, du Arme. Ich mein Leben. Ich hab mein Bein verloren. Was passiert, wenn ich dich dazu steche? Hat jemand 3 Bretter? Ich muss mir ein Holzbein bauen. Hast ein Bein verloren?
Lass mich raten, du hast gerade die Axt in der Hand, oder? Ne? Ich bin gespannt, ich frag mich, wie das gerade bei euch aussieht. Hast du noch halt Kunststoff? Rico? Nee. Oder? Warte. Doch zwei. Jetzt doch. Hier. Perfekt. Ich ist auch erstmal einer von uns draufgegangen, ist überhaupt, oder? Also, ja, du bist First Blood. Sei yay. Stolz. First Blood. I made it. Oh, ich mach mal Fenster wieder auf und hoffe mal, dass es nicht so viel Schreie gibt. Ach, das ist mich jetzt aufs Bett? Oh. Oder Bobbycast. Ja. Ah, vielen Dank. Hey, ich bin wieder da, Buddies. Ja. Jetzt ist er schon wieder da. Oh, Kokosnüsse. Mm, tasty. Von mir was habt ihr so an Sand und Lehm gefunden? Nein, noch nicht. Ich gehe noch mal runter. Warum ist der Fisch instant gebraten worden, nachdem ich Planken untergelegt habe? Weil er schon kurz so weit bevor war. Er fertig war. Genau, kurz bevor er fertig war, ist das Feuer ausgegangen. Wow. Ja, unlucky, aber können passiert. Wir langsam weiterfahren? Oder? Nein, ich muss noch mal ins Wasser. Könnt ihr zufällig noch das hier nehmen? Ja, ich nehme schon. Alles klar. Okay. Ja, wir brauchen die Ressourcen halt leider wirklich. Achso, das ist der Stein. Hyper! Zu dritt! Auf ihn! Er ist tot! Ja, er ist tot! Jetzt können wir das. Ich hol mir das Haifleisch raus. Wie kann man das machen? Ich geh tauchen. Ist schon weg. Jetzt geht er ab. Mit dem Speer kannst du es abbauen, eigentlich. Genau. Habe ich jetzt aber gerade schon getan. Oh, ich habe auch schon ein Stück bekommen. Das sieht voll eklig aus. Sehr sättigend. Kann es meinetwegen sein, das sieht trotzdem eklig aus. Hab's da oben reingelegt. Deswegen braten wir es ja. Aber Moment, ich bin Vegetarier. Hast du es reingelegt? Nee, die eine Truhe. Hat Fabi auch gesagt. Hast du nicht. Doch dann. Ja, natürlich hier. Bei den Fischen auch. Was? Rohes Haifleisch. Hä? Das sind keine. Das große Feld ist ja Inventar, das rechte ist das Lager, ne? Ja. Warte mal, mach mal. Oh, ich hab's. Die Kiste ist das kleine Ding. Hier hast du das. Mal. Ja, das weiß ich. Einfach rüberziehen halt. Nur. Ja, ist aber jetzt gar kein Platz mehr da. Ja, musst du die andere. Hier. Wo ist denn jetzt das. Ach, das ist jetzt unten ins Inventar gedroppt, okay. Wo ist der Hai? Der ist tot, der ist tot noch. Ach, ja. Das ist, also das haben wir einen kleinen Puffer halt, das kannst du genau holen, immer die Fässer. Ja, und ich nutze den Puffer gerade, um richtig tief zu tauchen. Also so tief war ich wirklich noch nie. Ich bräuchte halt vor allem mal Plastik, also wir haben irgendwie richtig viel Holz gerade, wir haben kein Plastik, ne? Das merke ich auch. Ich baue den Forschungstisch mal hier hin, ja? Noch in die Mitte des Flosses. Den wollte ich mir jetzt mal angucken. Wie lange meinst du, habe ich? Nicht lange. Wofür? Der Hai ist bestimmt schon wieder da. Er ist jetzt jede Sekunde wieder da, ja. Ich komme wieder zurück. Achso, so forscht man also, oder was? Nee. Moment. Also, was ich hier gerade mache, ist eigentlich sehr risky. Aber ich bin gerade ein bisschen greedy, was die Ressourcen angeht. Ach, ich verstehe, wie das. Was denn? Nein. Komm zurück! ich verstehe, wie das Forschen angeht. Du musst nur die einzelnen Komponenten erforschen. Ja, genau. Genau. Okay. Ist ja voll einfach. Und dann auf Erforschen drücken und dann halt jede Ressource, die wir finden, einmal reinpacken. Einmalig. Inventar und dann auf den Speer. Gregor sagt gar nicht so oft Inventar. Auf den Speer gehen. Ja, Speer craften, genau. Und 2 drücken. Das kann ich ja noch erforschen. Seile. Ne, gibt's ja bestimmt. Ach, jemand zeigt auf den Speer. Ah, ich verstehe. Drück mal. Danke dir. Dass das geht, wusste ich nicht. Hi, komm, verpiss. Ich dachte, der kommt hier wieder. Der guckte schon so. So einen nassen Ziegel können wir auch erforschen, ne? Genau. Nee, nein, nicht. Nee, kann man auch nicht erforschen. Gut. Scheinbar. Also. Ja, ist auch unlogisch. Warum solltest du einen Grill oder einen nassen Ziegel erforschen? Nee, du kannst ein Seil erforschen, also. Ja, du kannst Sachen erforschen, die du aus dem Seil machen kannst. Wo ist der Hai gerade? Keine Ahnung. Ich weiß nichts. I don't know.
Moment, eine Planke kann man auch erforschen, oder was? Achso. Kunststoff kann man auch erforschen. Ich verdurste gerade schon wieder. Wir dürfen gleich ein paar Sachen freischalten, so wie es aussieht. Ein Palmblatt können wir auch erforschen. Ach du Scheiße. Ich bin gerade unter die Wasseroberfläche getaucht. Leute, ihr müsst mich abholen, ich bin tot. Der hat mich getötet, beziehungsweise... Okay, wo bist du? Vor der Insel, zwischen euch und der Insel. Geronimo! Recht nah noch, so zwei Meter weg von der Insel. Ich seh dich, Bro! Da ist der Hai. Das Problem war, ich habe unter Wasser Durst gekriegt und dementsprechend ist mein Sauerstoff gen Null gegangen, als ich unten ankam. Keine Sorge, ich hab dich, ich hab dich. Oh, das ist sehr gut, danke. Also, geht's dir gut? Also First Person sieht das interessanter aus, wirklich, wie du da gezogen wirst, finde ich. Tja, aber Conrad, nichts so ungut. Zweiter! Ja. Aber dafür. Sekunde. Sekunde. So, was können wir. Dafür haben wir jetzt auch fast genug. Sekunde. Trockenziegel. Ja, wir haben genug. Trockenziegel kann man erforschen, okay. Wir haben jetzt richtig geile und viele. Ja, Trockenziegel erforschen wir auch gleich. Ressourcen gefunden. Ein Lehm haben wir noch, den brauchen wir aber nicht zwangsläufig. Glas kannst du noch erforschen, wenn du willst. Haben wir eins gefunden? Gregor hat gerade gefragt, ob wir nicht auch noch einen Spieler wollen und dass ihm gerade alleine beim Alleinespiel langweilig ist. Ob wir nicht noch einen Spieler haben wollen. Boah, wenn ist, denkt ihr, das Fluss ist groß genug? Sollte passen eigentlich. Ja. Also ich stelle mich da nicht gegen. Sagen wir so, wir wollen ja jetzt auch nicht, dass unser Gregor sich zu Tode langweilt. Fabi, also, du auch erforschen? Ich zieh dich einfach mal. Ich hoffe, das ist okay. Ich glaube, du kannst die Jugend hier reinziehen. Ist ja. Nein, natürlich nicht. Falscher Channel. Verschieb uns alle dann in deinen. Okay, er macht das schon. So. Ja. Es eskaliert hier. Ah, und Teil Krotos, vielen Dank für das Hosten. Es geht leider immer noch nicht. Oh, wer hat dich gehostet? Der Krotos. Einer meiner treuesten Fans mittlerweile. Oder Zuschauer, sagen wir es so. Wir haben es halt gerade nicht mitbekommen. So. Hi! Hallo! Hallo! Na? So. Musst du ihn dann einladen oder wie funktioniert das, Fabi? Nein, er kann nachjoinen. Wer hat den Server auf? Fabi. Ich Fabi. Ach, Fabi. So, ich mach mal. Okay. Wir haben noch nichts erforscht bis jetzt. Also, kein neuer Gegenstand. Ich bin jetzt. Also, ich kann du jetzt kannst da doch überall auf Lernen drücken. Ich pack noch das Glas rein, aber. Achso. Herr Profi. Moment, ich bin kein Wissenschaftler. Alles gut. Los, mach. Ah, Gregor ist eine Frau. Ich will lieber beim Hai sein. Oh, das meint ich. Nein, ich bin kein Fan. Nein, aber du bist. Nein! Sagen wir einfach nur. Ach, Leute, ganz ruhig, ja? Ja, wenn. Kann ja auch nichts dafür, wenn Rico sich beschwert erst. Wenn der Hai dann endlich kuscheln kommt. Dann sag ich auf einmal, nee, doch nicht. Achso, oh, hier oben kann man auf Lernen klicken. Okay, dann lernen wir jetzt mal ein bisschen was, ne? Ja, jetzt fühlst du dich genauso. Jetzt. Genau. Gelernt. Lukas, hast du ein paar Ressourcen für mich? Teppich. So, nee. Ein bisschen Holz, ein bisschen Plastik oder so? Teppich. Oh. Eine Vogelscheuche. Sekunde. Und vor allem die Sammelnetze. Die werden jetzt interessant. Bisschen Holz, bisschen hiervon, bisschen davon. Bitteschön. Dankeschön. So minimal was. Eine Schmelze. Ja, ich dachte mir so, ne, eine Tasse wäre ganz nett und so. Ja, alles gut. Mach. Ja, hier haben wir haben, glaube ich, genug. So, jetzt, wir sollten einfach versuchen, das hier nicht hier so durcheinander gehen zu lassen. Also. Wer hat eigentlich die Profitreppe platziert? Na, ich sag nichts. Hey, wow. Und die hast du gestern genauso gebaut. Ich hab nur von dir gelernt. Nein, ich hab sie ein Feld weiter innen gebaut, dass wir hier hinter noch eine Plattform bauen konnten. Ach komm. Außerdem nein, das Problem, wegen der Plattform, dass man eine zweite Etage macht. Wenn dieser beiden Felder treffen, dass dann die Treppe, glaube ich, mit abgerissen wird. Das ist auch. Kann man sie wieder wegnehmen? Also. Kann man die Treppe nicht wieder wegnehmen, theoretisch? Warum verdurst du dich denn schon wieder? Nee, du. Vielleicht hast du wieder rohen Fisch gefressen. Oder gegessen. Ach nee, ja, komm, jetzt, also nur weil ich rohen Fisch fresse. Verdurst Leute, hi! So, wir können jetzt eigentlich auch mal endgültig weiter, wollte ich mal sagen. Ja, ich würde gerne eine Frage, Fabi, zu der Treppe. Du kannst sie mit einer Axt abbauen, kriegst aber nicht die vollen Ressourcen wieder raus. Die Hälfte, ja. Okay. Fahren wir schon? Nein, der Hai hat gerade den Anker abgebissen. Also, Ankerlichten hat sich erledigt. Wir müssen nur irgendwie mal ein bisschen die Strömung Fahrt rein. Aufnehmen? Ne, ich glaube, es ist gerade Windstille. Das kann tatsächlich passieren. Habt ihr noch Palmblätter irgendwo? Ja, ich hab 10 von dir. Hier. Habt 4. Ihr noch mehr? 3.
Was habt ihr aus den ganzen Palmblättern gemacht? Ich habe 40 Stück in die Truhe. Ich hab keine da rausgenommen. Ich hab auch zwei Seile. Also ein Segel hilft dabei auch tatsächlich nicht wirklich bei Windstille. Ja, aber ich würde mal behaupten, wir haben keine Windstille. Ja, nicht ganz. Aber doch! Guck dir mal den Wind an, bewegen guck mal, wie wir fahren. Ach, du hast das Segel aufgebaut. Ja. So, ich wollte schon sagen. Dafür brauchte ich... Boah. Condola ist übrigens... Also Lukas ist übrigens unser Steuermann, ne? Also... Echt? Ich dachte, du bist jetzt offiziell gefordert. Ach du Scheiße, was habt ihr denn? Steuermann, okay. Lenken Sie. Das war aber dann keine... Der hat aber keine gute Bewerbung geschrieben. Er kann den Ruder festhalten. Und Lukas, die Sammelnetze, wenn du dein ganzes Boot, ein ziemlich großes Boot hast und komplett Sammelnetze drumherum hast, das sammelt schon ganz gut, ja? Ja, dagegen sage ich auch nichts, aber ich habe was gesagt wegen so einem kleinen Boot, wie wir es noch hatten im letzten Stream. Naja, das ist wohl richtig. Da aber hielt ich es nicht so fand für sinnvoll. Lustig, als ihr vorhin darüber geredet habt, war ich gerade dabei, so eine riesige lange Strecke zu bauen und alles mit Sammelnetzen vollzupacken. Ach, du hast schon, okay. Es wird Nacht. Können wir wieder ein bisschen kuscheln? Nein. Nein. Wo sind die Ziegen doch da? Nein. Übrigens, für den Fall, dass jemand von euch irgendwann mal Schrägdächer bauen will, die Schrägdächer mit den Palmenblättern sind in gewisser Weise günstiger, weil du weniger Holz brauchst und dafür halt ein bisschen Palmenblätter. Und Palmenblätter hast du im Normalfall über. Okay. Ihr habt zufällig nicht noch Schrott? Doch, Schrott hatte ich noch ein bisschen. Ne? Hier, liegt hier, ja, super, bei Vorfluss, 12 Stück. Oh, super. Ja, wie ist das jetzt eigentlich? Wir haben das jetzt alles gelernt. Jetzt. Ja, jetzt ein Reiniger. Geht's weiter. So, du willst Kunststoff und. Ne, Glas brauchen. Wir brauchen erst die Schmelze, ne? Ja, die hier. Okay, wir haben eine Schmelze. Glas rein und Holz. So, Planken rein. Also, jetzt muss jemand offline gehen. Jetzt haben wir nicht mehr genug Platz. Okay. Was packen wir denn da jetzt so? Ach, noch Glas, gut, ne? Ja. Was du sagst, soll ich ja das Boot dann direkt wieder ein Stück größer machen? Also, ich würde sagen, ja. So, jetzt wieder okay. Eine Reihe mehr. Krotos meinte. Ja. Krotos fragt, hast du dich gefragt, warum ich dich gerade hoste? Du hast mich schon öfters gehostet, das weiß ich nur, aber es ist lieb von dir, das wollte ich halt nur mitteilen. Also, ich habe da jetzt keinen Grund hinter gesehen. Vielleicht, weil du ein sehr sympathischer und netter Streamer bist. Ja, das stimmt. Echt? Aber dann wäre er mehr oder weniger ein Fan von mir, aber das ist er ja nicht. Sagt er. Okay. So. Dann weiß ich's nicht. Ich glaube, ich habe jetzt gerade dreimal geworfen und ich hab mir alle Sachen geklaut. Die Antwort ist ganz einfach, Fabi. Er hasst dich, aber er hasst alle anderen Menschen auch. Und um sie auch leiden zu lassen, müssen sie sich dich angucken. Das war sehr sozial. Ja, Moment, aber er ist ja das geringste Übel, weshalb ja dann die Frage ist, da will er ja eigentlich den anderen Menschen was Gutes tun damit. Ja, das ist alles Auslegungssache. Achso, wir können das Glas jetzt hier aufnehmen. Okay, also wir müssen das Boot wirklich mal langsam wieder erweitern, ne? Aber also, ich glaube, Holz haben wir eine Menge, bloß Kunststoff ist gerade so ein bisschen das Problem, ne? Bisschen, ja. Weil ich finde es ein bisschen... Ach, du brauchst hier schon einen zweiten Stock? What? Was machst du denn jetzt? Warum auch nicht? Ja, aber doch nicht am Rand, oder? Also ich hab... Ja, besser geht's nicht. Wurde das Wasser nicht nachgefällt? Oh, ich kann Nägel. Nägel. Oh, Nägel. Ich hätte Salzwasser drin. Ich hätte 6, falls du brauchst. Gleich dreh ich durch, ist nee, so alles gut. Das Wasser fehlt und ich. Am Verdursten? Genau. Ja, ich auch. Ach nee, am Verhungern mit. Ja, das ist alles in Ordnung. Essen haben wir theoretisch noch genug, also. Das eben haben alle gesammelt, jetzt sammelt keiner mehr gerade, finde ich auch geil. Hi, Alarm! Wo ist das Holz? Da ist das Holz. Oh, ich finde ja den besseren Speer ziemlich nice. Damit musst du den Hai nur noch zweimal hauen. Ah, okay. Wie oft hast du jetzt, also warum hast du jetzt außen? Weil wir besser an Inseln rankommen oder was hast du das gebaut? Nee, weil die Treppe da ist und wir müssen ja irgendwie nach oben kommen. Deswegen habe ich außen angefangen und Gregor macht gerade sinnvoll weiter.
Übrigens immer mal ein bisschen drauf achten, falls ihr seht, dass der Hai irgendwas angeknabbert hat. Das könnt ihr reparieren. Ist dann genau günstiger, als wenn ihr es neu nachbauen müsst. Mit einer Holzplanke könnt ihr es reparieren. Das ist, wenn ihr Hammer rechtsklick macht, die unterste Option. Ja. Also einmal reparieren bringt 50%. Genau. Ich mache hier mal Platz, beziehungsweise entferne mal die Sachen, die hier unten augenscheinlich nicht hingehören. Die Anbauflächen könntest du halt auch umbauen, theoretisch. Ne? Nee, das Bett. Das ist das Nervigste, wenn du dich. Wenn du irgendwo sperrig dran willst und du dich einfach mal ins Bett legst. Das ist nämlich das mit Nervigste. Das Segel. Ich lasse halt, wir bauen halt mal ein bisschen weiter in die Breite hier erstmal. Ich glaube, ich sehe da auch irgendwie ein Floß oder eine Insel, ich weiß es nicht. Also wollt ihr lieber so ein rechteckiges oder eher so ein quadratisches Boot? Na, eher rechteckig. Ich hätte gerne irgendwann eine Form, ne? Also ich möchte gerne, dass es irgendwie nicht nur irgendwann nicht mehr ein Floß ist einfach. es ändert. Das ist die böse Frage, aber es soll eine Form haben. Es ist kein Floß mehr jetzt. Es soll irgendwann kein Floß. Es soll ein Boot werden. Das ist ein Unterschied. Es wird niemals ein Boot. Ja, oder eine Bootsform zumindest ansatzweise. Sagen wir so, du möchtest ein Hausboot haben. Ja, genau, das wäre doch eine gute Idee. Ja, aber das kann doch auch viereckig sein. Nein! Ja, aber es muss ja größer sein. Und willst du wirklich, also sagen wir mal so, in, keine Ahnung, wie viele Stunden willst du denn wirklich ein riesiges Viereck haben? Also hier, nicht ein riesiges Viereck. Lass sie diskutieren. Hier, willst du hin? Ja, willst du, fahr doch hin, oder was? Natürlich will ich hin. Ein riesiges Viereck muss ich nun nicht. Setz die haben, Segel, auch wenn du nicht der Steuermann bist. Der Steuermann ist anderweitig beschäftigt. Ach, gib mir das Glas her. Oder wer hat das gerade? Hab ich schon reingepackt. Glas hast du doch schon erforscht. Nein, nein, ja, aber ich habe schon zwei Glas im Inventar. Ich habe mir ja schon wieder rausgenommen, immer wieder. Ach so. Was das schmelzt. Ja, ist hier in der Kiste. Sekunde. Dann sammel ich es bei mir, weißt du? Wieso, ja, dann? Ist klar, dass ich das. Ihr müsst bitte auch ans Nachpflanzen denken, sonst haben wir ein Problem. Wer auch immer gerade 10 Millionen Rüben hat. Oder gerade alle verbraten hat. Ich bin's nicht. Also die drei hatte ich von vorhin noch über. Bin unschuldig, glaubt mir. Achso. Ach scheiße, hätte ich vorher nachfragen sollte. Hat Rico schon mal so ein Boot geentert? Floß, nee, ich glaube noch nicht. Rico hat zwar auch nicht so weit. Ich hätte es vielleicht überlassen sollen, aber ne. Das nächste gehört dir, Rico. Ich dafür jetzt. Ja, das nächste ich bin jetzt dir. Aber auch erstmal so weit, unter. Dass ich alles abgelegt habe, außer die normalen Sachen, so wie Haken und Speer. Nein, ihr seid zu schnell! Oh. Und dann okay, würde ich mich auch erstmal für heute verabschieden. Jo. Okay, tschüss. Dann machen wir es würde ich sagen. Hat irgendwer noch einen fast kaputten Speer? Nö. Doch, relativ kaputt. Achso. Fünftel hat er noch. Ihr anderen habt aber alle einen Speer. Ja. Gut, dann tausche ich kurz mit dir, Fabi, dann hast du wieder einen kompletten neuen Speer. Aha. Ich glaub, damit habe ich einmal zugestochen. Einmal? Ja. Der ist ja gebraucht. Doch. Ja. Hast du ja gerade schon wieder das Glas genommen, Gregor? Hm? Ja, ich habe einen Hammer und einen Becher. Und ich hab's hier reingetan. Alles klar, nee, dann bin ich jetzt nämlich hier erstmal raus. Wollte ich wünsche euch noch viel Spaß. Dankeschön. So. Und ich denke mal, ich guck gleich noch zu, aber... Beim Mitspielen bin ich jetzt erstmal, wie schon vorhin erwähnt, raus. Also, alles klar. Willst du ja noch was tun, oder nicht? Ich hab mal noch eine Kiste gebaut, ne? Gut. Dann alles klar. Bis dann. Noch viel Erfolg und viel Spaß. Dankeschön. Sterbt nicht so oft. Nachweis. Wir wollen es nicht versuchen. Das hoffe ich doch. Super. Nicht so oft. Dann bis demnächst. Tschüss. Bis demnächst. Tschüss. Bis demnächst. User disconnected from your channel. Wir sollten vielleicht versuchen mal, dass einer wenigstens immer Sachen aus dem Wasser holen, ne? Weil wir haben eine Situation, wo alle aus dem Wasser holen und sonst dann haben wir wieder das Problem, dass irgendwie, also entweder holen alle aus dem Wasser. Kommt auch immer drauf an, wie viel drumherum stimmt, ne? Das ist manchmal ein bisschen leer. Ja, das stimmt, aber weniger. Einer sollte ja schon regelmäßig so dabei sein. Ja, definitiv. Da stimme ich dir zu. Ich meine, diese Netze würden jetzt Herr Wesen sorgen, dass wir. Oh, Hai kommt an. Die Netze lohnen sich leider erst, wenn du sehr viele davon hast. Das stimmt, natürlich. Ja klar, aber man kann halt hinten welche dran kleben. Ich hab hier noch ein Glas rausgenommen.
Ja, das wollte ich gerade. War's das mit Glas? Jupp. Dann packe ich schon mal Seetang rein. Genau. So, jetzt wollen wir doch mal gucken. So, ein Reiniger. Ne? Leider auch ich angel viel. Noch ein bisschen. So, ich hab den Reiniger jetzt hier. Ich baue den mal. Was soll ich die kleinen Appen wegnehmen oder? Soll ich die kleinen Reiniger wegnehmen? Nee, noch würde ich die stehen lassen. Jetzt, wo soll ich denn die denn hochstellen? Oben hin oder? Könntest du oben hin tun oder hier hinten irgendwo. Oh, ich verdurste gerade. Hier wäre eine Option. Hier, wo ich gerade hochhüpfe. Das macht zwar keinen Sinn, weil das Ding durch die Sonne erhitzt, aber ja. Ja. Ich finde, das ist unlogisch. Nicht, also. Nein, wir packen es jetzt hier hin. Nicht direkt an den Rand stellen, sonst kann der Heiß kaputt machen. Guter Punkt. Einfach wenn ich es entferne, ist es dann weg? Nee. Ja, nee, das kannst du entfernen. Alles, was du mit X entfernen kannst, kriegst du so wieder. Okay. So, ich verdurfte gerade. Direkt erstmal füllen. Das ist halt so ein cooles Konstrukt, weil das halt mit Sonne arbeitet, Rico. Mit Sonne. Und das ist eine Insel im Gesicht, ne? Ja. Nein! Ich bin unter Boot. Wieso bist du unter Boot, ist die Frage. Ich bin ausgerutscht. Achso, ja, ist ja auch nass. Hat irgendwer eine Axt jetzt noch? In einem der Dinger könnte es sein. Haben wir noch Schrott, ist die Frage. Ja. Hat bei euch noch wer Schrott? Nein. Ansonsten dreh ich mal ab, damit wir zu den Pfeffern fahren, weil sonst wird das nichts. Wobei, wir können auch Schrott an der Insel aufheben. Ja, können wir auch machen. Jetzt, wo ich darüber nachdenke. Das stimmt. Das können wir tun. Oh, mein Haken ist kaputt. Also ich krieg mit den Zahlen die Sachen verschieben, ist schon ganz nice, ne? Also ich fand das Sortieren davor furchtbar. Wie mit den Zahlen, ich das rausgefunden hab. Wenn du in deinem Inventar auf etwas zeigst und dann eine Zahl drückst, dann wird es an die Stelle sortiert. Achso, ja, wie bei Minecraft halt, ne? Ja, ja. Habt ihr einen Anker? Nicht mehr, ne? Gerade ja, also habt ihr die notwendigen Steine. Also. Ich guck mal, also Steine. Was ist denn gerade? Ich wollte nur ein bisschen. Achso, Steine hätte ich. Gut, dann gib mir mal zwei Steine, dann kann ich bauen. Was ist denn der. Achso, ja. So, habe ich das durch jetzt auch blöd gemacht. So, am besten jetzt auch nicht mehr diese Wasserbehälter, Rico, am besten jetzt auch nicht mehr nachfüllen. Die können sich jetzt verbrauchen. Ja, weil wir jetzt den großen haben, der funktioniert ja ohne. Okay. Wir sind schon wieder so unangenehm weit weg von der Insel. Naja, egal. Kannst ja ein bisschen. Noch. Hast du schon geworfen jetzt, ja, ne? Ja, ja. Wer hat die Axt? Ah, ne, haben wir noch gar nicht. Haben wir noch nicht. Wir müssen erst noch ein bisschen Schrott vom Boden holen. Es sei denn, einer von euch hat noch einen Schrott. Nee, ich hab einen Schrott gegeben. Nee, hab ich nicht. Bei mir fehlt genau ein Schrott, um eine Axt zu machen. Rico, hast du schon mal eine Axt gehabt eigentlich? Nee, ne? Nein. Dann kann Rico ja gleich mal Holz fällen gehen. Ja. Ist jetzt keine große Erfahrung, die man da macht, aber. Rico, wo bist du? Ah, da. Nimm mal hier den Schrott und ja. Die Seile. Was noch? Ja. Hast du Holz? Ja. Okay, hier hast du trotzdem nochmal 5. Okay. Du musst dir einen Schrott aus dem Wasser holen, dann an die Insel, auf die Insel gehen und dann kannst du dir eine Axt herstellen. Warum konnte ich mir eine Axt herstellen? Kannst du, dann hast du schon Schrott. Ach, ich hab's nicht erkannt. Ja, das sieht ein bisschen komisch aus. Ich hab, ja. Ah ne, ich hab den Schrott gerade gesammelt. Ich wollte sagen, ich hab auch welchen, aber ich hab ihn ja wirklich gerade gesammelt. Okay, hast du volle Leben? Ja. Hast du noch eine Angel? Dann gib mir nämlich die mal. Ja. Ich hab meine Angel noch gar nicht benutzt. Aua, hi, greif mich an. Ja, dann angel ich in der Zwischenzeit, während ihr das macht. Okay, dann hau ich das noch einmal aus. Frage, kommst du auf die Insel drauf, ne? Wir müssen eigentlich ja näher ranfahren. Und was, ich müsste also ich könnte uns näher ranpaddeln gleich, wobei, dafür brauche ich Kunststoff. Ja gut, das ist kein Problem, aber dann ist der Anker halt wieder an. Ja, genau. Ich habe auch, glaube ich, nicht mehr die Ressourcen für noch einen Anker. Also ich sag mal so, es geht jetzt auch so, ne? Oh, ich verdurste. Wir sind jetzt nicht furchtbar weit weg. Naja, aber es ist die Frage, ob du so weit hochkommst.
ohne unseren zweiten Stock quasi. Weit solltet ihr es schaffen. Jetzt sind wir hier keinen Aufgang. Rico, du musst die Pflanzen auch nachbessern, ne? Auf jeden Fall, dass dir das noch keiner gesagt hat. Okay, alles klar. Weil sonst passiert da leider nicht viel. Okay, was sagst du, soll ich jetzt benutzen, das, dieses Becken soll ich jetzt benutzen, ne? Meint Fabi. Statt die... Achso, ja, wenn du Wasser holst, ja, du kannst dir doch ruhig noch Wasser drauflegen, aber du sollst keine Bretter mehr nachlegen unten, weißt du? Ja, weil die brauchen wir halt nicht mehr, weil warum Bretter vergeuden, wenn wir das nicht... Wo fülle ich was ein, Hinten füllst du ein, vorne, also hier, wo ich draufstehe, ist das Süßwasser, hinten ist das Salzwasser. Du kannst aber immer nur maximal 5 Tassen gleichzeitig drin haben, also von beidem zusammen. Deswegen ist es gerade voll. Dann gehe ich mal rüber. Und Gregor, willst du unter Wasser suchen denn, oder? Ne, ich würde einfach angeln in der Zwischenzeit. Okay, gut. Pass auf unser Schiff auf. Ja. Ja, ich glaube, wir müssen trotzdem näher ranfahren, fürchte ich. Lauf ich schnell zum Anker, mach ihn ab und fahr weg. Scheiße, ich hätte nicht laut sagen sollen, ne? Naja, ich meine nur, wir müssen halt trotzdem näher ran. Und man hört dann gestern dein Handy pling übrigens im Hintergrund. Ja, ich mach's gerade aus. Ich brauche einmal jemanden, der mir hilft, da hochzukommen. Nee, ich glaube, so schaffen wir das zu zweit, ich glaube. Ja, zu zweit solltet ihr das schaffen. Also, ihr könnt da links dann hochspringen. Links? Ja, links die, also zu zweit müsstet ihr da hochkommen. Ich glaube, das hier? Nee. Versuch's mal. Ja, doch, das könnte. Komm ich auf dich rauf gerade hier? Ja, warte, hier ist ein bisschen höher. Von der Seite. Ja, aber ich stoß mir den Kopf oben am Stein. Ich komm nicht auf dich rauf. Auf mich zu springen. Ducken kann man sich in dem Spiel gar nicht, ne? Okay, so. Oh. Ne, aber wo soll ich von hier aus hin? Links, du kannst so auf so eine Schräge, auf die Schräge da springen. Das kann ich vielleicht zurück vor und zeig dir, was ich meine. Ja, zeig's mir einfach gleich mal. Ja, oder wir fahren einfach ein Stückchen heran. Ja gut, das bringt ja auch insofern nichts. Also es sei denn, du willst jetzt eine Treppe hochbauen. Ich komme einfach mal zu euch rüber. Ich versuch's mal, aber ich glaube nicht, dass ich das schafft man's auf jeden Fall. Fabi, geh mal. Achso, geht schon. Okay. Fabi, geh mal so nach hier. So. Mit Anleitung. Ja, der Stein hier drüber ist ein bisschen nervig. Geh mal nach vorne. Springt auf mich drauf, ey. Ich fall die ganze Zeit runter. Geh mal noch einen Schritt nach vorne. Ja, ich krieg die. Es ist schön, Gregor, Schritt im Gesicht zu haben. Ich komme hier echt nicht rum. Ihr wollt mich doch alle bespringen, gib's doch zu. Ich guck mal kurz um die Insel rum, ob es auf der anderen Seite besser ist. Ich bin schon rumgeschwommen. Ah, okay. Ah, ich bin oben! Nein! Ich dachte, runtergefallen. Aber gehen tut's. Aber ich beweg dich nicht so viel. Ich angle, ich bewege mich nicht. Oh, bitte. Oh, angel geschafft. Mal mit. Oh Gott, ey. Das war eine schwere Geburt. Bisschen. Dann, also anderen, also Früchte und sowas sollst du auch mitnehmen und Samen, ne? Halt klar. Also eigentlich alles außer die Blumen. Alles außer die Blumen. So ziemlich. Genau. Ja gut, aber und die Blumensamen. Brauchst du auch nicht, ja. Ich brauche hier noch jemanden, um noch weiter hochzukommen. Okay. Fabi, wir brauchen dich hier nochmal. Ja, ich komme wieder zurück. On my way. Gut, das war's übrigens auch mit deiner Angel. Es war doch ziemlich easy hier hochzukommen. Ich weiß nicht, was da ist. Ab das gut, dann kann. Also ich bin, aber ich war also hier rechts an der Seite. Also ich bin oben. Oh, warte kurz, hier sind ein paar Dinge. Ah, okay. Ich dachte nicht, dass ich da so hochkomme. Kommst du hier rüber? Also ich bin jetzt oben, ne? Ah, ja, okay. Okay. Warum verdurst ich? Weil ich darauf geachtet hast. Doch, ich hab extra eigentlich vorher was getrunken, aber das geht so schnell in dem Spiel. Ja, natürlich, das ist. Ich meine, überleg mal, ist es. Also dafür geht's eigentlich noch nicht schnell genug, sag ich mal. Ich mein, wenn du überlegst, wir sind auf offener See, es scheint die Sonne und. Und das Wasser, was du trinkst, ist in Wirklichkeit nur so halb destilliertes Meerwasser, ne? Ja, in Real Life trinke ich auch immer alle 2 Minuten was. Hab ich keine Planken mehr?
Ja gut, im Real Life ist der Tag aber auch nicht nur 5 Minuten lang, ne? Ja gut. Das ist natürlich komprimiert. Achso, Gregor, hau mal ein bisschen Holz rein. Wo denn? Achso, hast schon, okay, in die Öfen. Achso, ja. Also Grills. Ich hab auch gerade nicht mehr Glück. Ich muss jetzt runter, komm! Ich bring dir mal kurz eine Tasse Wasser, ne? Na, ich lauf schon. Ja, aber du brauchst halt... Das klingt auch gut. Ich halt, aber wie willst du denn da hochkommen, wenn Fabi nicht da ist? Hast du alles abgebaut? Nein. Wieso nicht? Da! Das fand ich jetzt geil. Das sieht man im Stream, Alter. Das sah so schön aus. Warte kurz, kannst du die Tasse fangen? Na, wie das denn? Was? What? What? Was macht ihr denn? Das will ich sehen. Das will ich sehen, wie er mich tötet. Guck dir das mal an, der sah schön aus. What the fuck? Hey, was ist passiert? Der Hai ist durch die Insel gesprungen. Ne, ist halt gut. Ja, der OP-Hai. Soll ich dich nehmen und rüberbringen? Wenn. Ja, du bist halt langsamer. Ich weiß nicht, ob du den Rückweg schaffen wirst. Ich leg dich erstmal hin. Fabio muss uns potenziell beide gleich holen. Ja. Weil der Punkt, warum ich dir das Wasser eigentlich hinbringen wollte, war, damit du nicht mehr so langsam bist, damit du den Rückweg auch schaffst. Ja, aber was klappt bist das? Du auch so dreist und gehst drauf. Ja, wo ist ja gut, kann ich ja nicht ahnen, dass der Rückweg den jetzt bringt. Wo ist Gregor denn jetzt? Ich dachte, du hast ihn. Ich liege auf der Insel. Am Anfang davon. Unten, ja? Ja, auf dieser, Ja, dann nehme ich dich mal, ich hol dich mal, ja? Ach ja, verhungern tue ich auch. Ja, dann, du musst immer, wenn du eine Insel betrittst, musst du dich vorher echt verpflegen. Ja, ich dachte, das hat gereicht. Also, Hälfte brauchst du Minimum. So, ich weiß, Gregor meint mehr jetzt, ne? Ja. Bin ich ja nicht anders gewöhnt. Das Problem ist, ich finde, nachts ist es echt problematisch, ne? Also, man kann halt nachts, kann man nicht, also auf die Insel kannst du ja, aber unten rauchen, unten tauchen geht nicht. Und, ich hab. Oh, hi! Oh. Wichser. Ja, den kriegen wir auch nochmal. Ich habe halt keine Planken mehr im Moment. Das ist ein bisschen problematisch. Nix. Hast du schon Wasser? Ja, ich habe gerade gedings, ja. Ich hab den gesamten Wasserbottich leer gesoffen. Was hast du? Hä, hab ich gar. Ich hab vielleicht auch mit dran gesoffen. Ich hab schon wieder aufgefüllt. Komplett? Ah ja, okay. Ja, mehr geht nicht. Ja, manchmal zeigt es einem das Wasser nicht so an. Deswegen gut, ich muss noch mal rüber. Hast du dich auch voll gegessen? Nee, voll gegessen nicht. Ich bin jetzt zur Hälfte voll. Na, knapp zur Hälfte. So, ich studiere mal ein bisschen weiter, was? Zwar. Dann halt nicht! Ich hole mir noch was. Ach gut, das ist Metall. Wir brauchen den Metallbarren. Metallbarren erforschen, genau. Ah! Wir haben jetzt. Hatte ich kurz vorm. Es gibt jetzt Bolzen, es gibt. Scharniere und es gibt einen Grill. Ich möchte nicht sagen, aber dich hat er ja durch die Insel gekillt, also. Ja, das ist richtig. Wie tötet man eigentlich Möwen? Nur mit einem Speer oder kannst du die auch Speer ich dachte, draufhauen? Ich dachte, du kannst die auch mit dem Dings töten, mit dem Haken zum Einfischen. Ich dachte, das geht. Nee, leider nicht. Wo ist denn das, was ich gerade aufkomme? Ach, da, Eisen. Also, wir haben jetzt 2 Metallbarren und eine Glasplatte, ne? So, ich brauche jetzt noch mal eben einen von euch. Ja. Gregor, machst du das mal? Warte kurz, ich muss kurz gucken, ob ich irgendwo was zu essen habe. Oh, und die Sachen, die ich gerade dabei habe. Ja, und gib mal ein paar Planken rüber vielleicht, wenn du noch welche hast. Ach, ja, Fabi. Ich hab 2. Okay. Ich hab 40. Hier. Ja, da! Ja, du hast ja auch das Holz abgebaut, ne? Ja. Deswegen sag ich, ja, also Holz reicht schon. Ist theoretisch ich nicht kann gar nicht so viel aufnehmen. Ich bin gerade wieso überhaupt keinen Platz. Wenn du losschwimmst und du weißt, wo der Hai ist, kannst du auch erstmal anfangen, indem du. Das habe ich nicht gesehen in dem Moment leider. Ja, indem du den Speer ziehst. Dann kannst du einmal zustechen. Hast du wenigstens eine Chance, dass er dich nicht trifft. Warte. Dann kommen wir ganz gleich. Ja, danke. Ja. So. Jackpot. Was ist das denn? Ah, jetzt stehe ich. Und wo war ich denn gerade aufgesprungen? Du bist gesprungen. Ich wollte gucken, ob dieses Ding, was man bei CSGO machen kann, wenn 2 Leute gleichzeitig springen, ob das funktioniert. Meine Maus funktioniert gerade nicht. Ach, warum krieg ich das gerade nicht hin? Hä? Ich kann mich jetzt nicht. Ich kann mich, Leute, ich kann mich gerade nicht mehr drehen. Ja, ich komm mal, versuch's jetzt von hier aus. So.
Ja, passt. Hört ihr mir nein! zu? Einfach darauf springen, Spam. Das hilft. Ach jetzt. What the fuck? Ich seh bloß gerade irgendwie nichts mehr. Geh mal nach links. Links kannst du rübergehen. Links? Ja. Was? Oh, fuck. Ich dachte, du kannst da rüberspringen. Ich weiß nicht, wie ich es gerade gemacht habe. Ich erinnere mich nicht mehr. Ich laufe immer zu früh. Muss erst springen und dann. Also notfalls können wir auch unser Schiff verunstalten und uns so eine Treppe ans Schiff bauen. So eine ganz lange. Natürlich auch cool. Ich frage mich, ob wir so eine Einsel designt, wo man erstmal. Oh. Ja, es ist halt der Sinn. Also es gibt später auch noch richtig hohe Inseln, da brauchst du dann auch eine Treppe. Oder ja, halt oder nur mindestens Schiff. Zwei Mitspieler. So, eine leere Flasche. Flossen. Flossen, das ist ja cool, ne? Okay. Ach, weißt du was? Ich möchte diese Insel nicht mehr machen, ne? Okay. Was war noch oben drauf ungefähr? Ach, also, ein bisschen Holz noch. Deswegen kann ja nichts Dramatisches gewesen sein. Ja, gut, aber wir müssen halt wieso zum nächsten Tag eigentlich theoretisch warten am besten, ne? Wobei, wir brauchen potenziell noch ein bisschen Sand, ne? Eben, wir brauchen halt am besten noch. War da jemand schon unten tauchen? Noch nicht so viel. Ja. Ich war zwischendurch kurz da, hab den Schrott runtergeholt. Ich kann ja mal eben schauen, wie es aussieht mit einem Köder. Ja, ich hab auch gerade schon geguckt, also ich hab nicht die notwendigen Sachen. Achso, jetzt gerade wieder. Schon gut. Achso, wolltest du selber was braten? Nein, ich wollte. Ah, nee, du wolltest die Dinger wegnehmen, weil ich habe gerade einen mittleren Grill für uns hergestellt und den würde ich ihn genau da hinstellen auch. Oh, sorry, das habe ich nicht mitbekommen. Mein Inventar ist halt gerade auch zum Bersten voll einfach. Hast du Holz für mich und Seil oder so? Seile hätte ich. Holz, ja. Oder ich hab hier noch. Du hättest mir nicht all dein Holz geben müssen. Hier. Ja, aber ich wollte ja erstmal eigentlich da nochmal hoch und da ist. Habt ihr Seile? Ach da, danke. Hier sind Seile. Ja. Oh, danke. Nee, habe ich gerade Seile aufgenommen? Hier. Nee. Ach, danke. Ach, das war der Haken, der in meiner Hand wie Seile aussah. Ja, super. Haben wir eigentlich schon erlernt? Beziehungsweise, was haben wir noch nicht erlernt? Ich arbeite gerade noch dran. Alle Sachen, die eine Wasserflasche brauchen. Oh, die Wasserflasche ist auch so geil. Ja, komm, noch kann ich doch schon. Ja, ja. Hi. Ja, aber kostet halt 4 Seefang-Zeug. Ja, ja, zum Herstellen dann, ja. Ah, ich hab daneben gehauen. Och man. Ich töte so gerne Möwen. Ach, eine Sauerstoffflasche gibt's da auch noch oder so. Und der Sonnenaufgang ist schön. Ja, das stimmt. So, jetzt können wir auch gleich dann losschlagen, ja. Ne? Jo. Willst du jetzt noch fischen, bis du die notwendigen Sachen hast? Ich glaube, ich hab's gerade sogar. Das wäre natürlich nice. Weil dann könnten wir noch mal unten ein bisschen machen. Ich guck mal eben. Ja, hab alles. Na, passt ja. Nice. So, also alle bereit dafür? Müssen sich alle Tiefsee erstmal trocken machen. Erstmal Nahrung voll machen und trinken. Genau, das solltet ihr diesmal nicht vergessen. Oh, fuck, sorry. Na, alles gut. Ich dachte, du wolltest da gerade den Fisch drauflegen. Aber das ist ja der Haiköder gewesen. Nee, das war der Haiköder. Aber ich wollte eigentlich gerade wirklich gucken, ob ich das darauf bekomme. Und zwar. Den nee, großen, kannst, ne? Irgendwie, nee, den ich hab. Nicht, aber du kannst große Fische drauflegen, ja. Schade. Also, große Fische gehen. Hast du die kleinen, Dinger jetzt komplett abgerissen? Ja, die kleinen Öfen? Die kleinen Öfen, ja, die habe ich gerade im Inventar. Also, noch würde ich die vielleicht rumstehen lassen, weil mit 3 Leuten wird ein großer Ofen vielleicht. Na, wobei, könnte reichen. Ich kann ja also einen knapp noch unter die Treppe stellen. Wir haben hier nur irgendwie, also, wir haben halt, ist da in einer Ecke halt. Oh, ich hab kein Holz. Ja, mach ich schon. Also wenn mir irgendwie mal jemand so 10 Holz geben könnte oder so. Die kleinen Wasserbehälter würde ich jetzt auch noch wegnehmen, tatsächlich. Hab ich nicht, oder? Doch, 10 und genau 10 Holz hätte ich. Ja gut, wenn du genau 10 Holz hast, macht das keinen Unterschied. Ich meine damit, wir sollten grundsätzlich so 10 Holz dabei haben. Pro Person. Ach so, ja, okay. Soll ich jetzt den reinwerfen? Oder? Ja. Oder, warte. Fabi? Was? Er würde den. Achso, soll ich mitkommen? Ich hab grad null Platz, ne? Ich bin hier gerade die Hausfrau.
Ja, gut, ja, ich mach das gleich. Machen wir es so. Hi, abgelenkt. Ich hab eine Möwe noch geholt. Okay. Was kannst du mit dem Möwe eigentlich machen? Die Sand? Überfedern oder nee. Warte kurz, wir brauchen vor allem Sand, Metall und Seetang. Okay, Lehm. Ach, den Kupferbarren. Genau, wie Lukas vorhin schon gesagt hat, Lehm sind die großen braunen Klumpen, Sand sind die großen sandfarbenen Klumpen. Nein! Und Metall findest du weiter unten. Was denn? Ertrunken? Passt. Oh. Ja, aber noch ist okay. Boah, aber ich musste ganz schön tief tauchen, halt. Also es gibt manche Stellen, da ist echt erst ziemlich. So, ich habe gerade elektrische Leiter schon gebaut, aber gut, das ist noch nicht so wichtig. Schon gebaut? Also nein, ich gebe nicht gebaut, aber wir können es herstellen. Ja. Warte, was ist das? Aber ich habe jetzt hier schon. Das ist eine Ressourcenverschwendung gewesen, sie schon zu bauen. Große Anbaufläche. Also, nicht dramatisch, aber. Ein Lager. Muss ich um mehr Gegenstände zu lagern. Und ein stationärer Anker klingt auch nicht schlecht, ne? Ja, der stationäre Anker ist wirklich geil. Also brauchst halt nie wieder einen Anker zu bauen. Oh ja, und Schrott kannst du natürlich auch immer sammeln, ne? Weil Schrott braucht man immer. Allein schon, weil es Nägel bedeutet. Was ich ein bisschen schade ist, dass du aus, wie heißt es denn? Aus Metallbarren, dass du daraus keine Nägel herstellen kannst. Das finde ich ein bisschen lame. Oh, hi! Was? Oh, schon wieder da? Fuck. Ging schnell. Ja, stimmt. Hätte ich auch sagen können. Zieh mal den Speer, dann kannst du dich so wenigstens so ein bisschen verteidigen. Ja, oder auch nicht. Ich noob da echt manchmal rum. Wie sieht's mit dir bei HP aus? Drei Viertel, ja. Das können wir halt auslosen. Wir können auch auslosen, das geht ein anderer auf Schuss. Ich kämpfe gerade ein bisschen mit dem. Ihr könnt währenddessen weitermachen. Ich bin ja gar nicht auf dem Dings. Ja. Ah, das ging verdammt schnell. What the fuck, wer hat denn diesen Stiefel gebaut? Wo du den kann man fischen. Ist ja cool. Du kannst ja echt Pflanzen mit. Ist ja. Er verbraucht nur leider genauso viel Wasser wie ein Feld, ne? Oh. Ja, also ich bin jetzt bei roten HP. Jetzt nicht zurückschaffen. Vielleicht tut er mir ja dieses Mal auf der Insel nichts. Die Hoffnung stirbt zuletzt. Ein bisschen wie Leim steht da, okay. Interessant. Gut, wir brauchen demnächst mal ein bisschen Ordnung, finde ich. Also. Ja. So. Unser Lagersystem ist schrecklich. Kann man runterspringen und sich vom Hai angreifen lassen, damit ich zurückschwimmen kann? Rico macht das schon. Und also habt ihr die halbwegs, habt ihr auch Metallerz und so alles mitgebracht, ein bisschen? Aha! Ich hab ein bisschen Kupfer und ein bisschen Metallerz dabei. Aber ja, jeweils nur eins und zwei. Wir lagern jetzt schon seit. Wir lagern halt schon ziemlich lange jetzt hier, aber auch einfach deswegen. Oh, er kommt direkt auf mich zu. Oder er kommt. Ja. Das habe ich befürchtet. Naja, gut. Ein bisschen Essen und ein bisschen Trinken verloren. Ist ja jetzt nicht dramatisch. Wo ist das Bett? Oben. Okay. Das sieht so bescheuert aus, wie du laufst. Ich muss sagen, mit der Animation, wenn du niedergeschlagen wurdest, haben sie sich echt Mühe gegeben. Also das ist echt nice. Ah, nice. Und 11 Dingens habe ich auch, 11 Seetang. Was ist denn da aus? Ich sortiere ein bisschen die Kisten, okay. Entschuldigung. Kein Problem. Ja, ich würde halt mal jetzt wieder in den See stechen, ne? Oder wollen wir noch suchen? Kannst du machen. Wo hast du den Anker denn gebaut? Da. Entferne ihn. Bäh. Gut, ich bin kein guter Steuermann. Ja, mach nicht. Ich bin in irgendeine Richtung. Ne, wir müssen ja schon irgendwie. Vorzugsweise mit dem Wind. Boah, weiß ich nicht, wo der Wind genau herkommt. Ausgewichen. Oder? Bin ich gerade im Hai aus? Also ich meine, wir sind gut auf Zack, würde ich sagen, gerade. Also notfalls kannst du einfach mal kurz die das Segel zumachen und gucken, in welche Richtung wir fahren. Dann weißt du es auch. Aber
Ansonsten würde ich einfach bald mal einen Wimpel bauen. Ich meine, außer ein bisschen Holz und ein bisschen Seile und einmal Nägel kostet der ja nichts. Möwe. Möwe immer töten, ne? Ja, ich weiß, ich habe sie nur gehört. Ja. So, Geben die auch Federn? Ja, ne? Ja. Ja, die können wir auch. Kannst du mal. Hast du eine Inventar oder so? Ja, ich kann mal eine erforschen. Genau. Das ist, erforsch mal die Sachen, ich will mal wissen, was da so bei rumkommt dann. Okay, du erforschst die Sachen doch. Okay. Achso. Ich hab gerade verstanden. Erforsch mal die Sachen, ich will wissen, was dabei rumkommt. Ist okay. Hab also ich dann auch ein Pinsel und dann. Ja, er macht jetzt keinen großen Unterschied, ist ja gut. Achso. Also. Halt hauptsächlich zum Bemalen von Sachen und halt zum für eine Hängematte. Eine Hängematte ist einfach das bessere Bett. So, nötig. Hi. Ein Scharnier. Hat jemand bei euch ein Scharnier zufälligerweise? Ich habe gerade eins hergestellt. Hi. Ich habe schon erforscht. Aber wir können es ja herstellen, stimmt ja. Ja, wir können es mittlerweile herstellen. Weil ich würde dann einfach mal einen Mangobaum anpflanzen. Wenn ihr da Interesse dran hättet. Ich würde erstmal das Boot ein bisschen vergrößern. Dass wir auch mal Platz haben. Boot vergrößern ist leider sehr, sehr teuer. Ja, aber halt einfach nur, damit wir mal Fläche haben, irgendwie, damit wir auch hier mal irgendwie was anbauen können. Vom Platz her irgendwie, weil ich finde, es ist sehr beengend hier. Obwohl das Boot relativ groß, also groß an relativ, ne, aber. So, ich habe jetzt mal was gebaut. Ich wollte mal eine Lebensmittelkiste bauen, dachte ich mir. So. Ich wollte sagen, dass. Oh, da ist auch richtig viel Platz drin, ja. Ach, Platz schon einen großen Fisch. Ja, das ist gut für Platz auch. Das ist riesig, das Ding, ne? Ist schon nice, ne? die Kiste jetzt, oder was? Also, nee, what the Fisch? Ich hab gerade so einen großen Fisch drauf getan. Was hast du denn da für ein Monster-Ding, ey? Ja, dass dabei die Schnur nicht gerissen ist, das war purer Skill. Ja, mit der besseren Angel, angelst du mehr die großen Fische, das ist auch ganz cool. Okay. Das ist cool. Also hat halt den Nachteil, dass du nicht so oft die Haiköder zusammenkriegst, aber dafür kannst du halt die ganze Zeit essen. Warum fall ich vom Boot, obwohl ich am Rand nur stand und mich gar nicht bewegt habe? Komisch. So, was brauchen wir denn? Ist wohl kein guter Seemann. Ach, ist doch Seemannsgarn. Nee, wir brauchen halt mal wieder Sachen und müssen mal wieder. Sammelt ihr währenddessen? Ja, ich renne nebenbei noch die ganze Zeit Sachen und sammle eigentlich nur. Brauchen mehr Kisten, definitiv mehr Kisten. Naja, wir müssen es vor allem halt auch richtig schön hinkriegen. Also ich glaube, Fabi will ja das Boot ausbauen. Dann sind die Hauptressourcen, die wir gerade brauchen, halt schlichtweg Holz und Plastik. Ja, Holz und Holz haben wir ja sogar noch ein bisschen was, aber. Ja. Ich versuche gerade. Deswegen sage ich ja auch, Plastik ist irgendwie die wertvollere Ressource. Also ja, gut, der ist lag halt auch dran, weil wir halt auch so lange geankert haben halt jetzt, ne? Ja. Ja, aber das macht man halt häufiger, deswegen. Plastik ist meistens so das Problem. Also eher als Holz. Ich habe auch keine Seile, ich habe tatsächlich auch keine Blätter mehr für irgendwie Seide oder sowas. Ja, wir könnten halt zum Beispiel jetzt gerade halt einen Baum anpflanzen, das löst das Problem natürlich auch ein bisschen. Wobei nicht wirklich so sehr, aber schon ein bisschen. Das Nette ist, du musst den Baum nur einmal bewässern und dann wächst der komplett aus, das dauert nur eine Weile. Aber gut, da Wasser uns sowieso nichts mehr kostet, ist das ja auch ein Problem. Ah, okay. Kannst du gleich mal nachfüllen komplett. Ah, ja, schon dabei. Ja, ja. So, ich nehme mal die kleinen Wassersalamander jetzt auch weg, ne? Okay, jetzt bin ich gespannt. Was denn? Boah, ey, Karamba, will jemand vom großen Fisch abbeißen? gib ja, das Ding. Oh, was hast du für ein, was für ein Brecher ist aber auch. Ja. Also ich könnte ihn jetzt komplett aufessen. Oh, habe ich ausgesehen schon. Ja, ich dachte, das wäre der, wo man dreimal abbeißen kann, aber es ist nur der, wo man zweimal abbeißen kann. Hast du noch so einen fetten? Okay. Ja, natürlich. Wo hast denn die her? Die hab ich geangelt. Alter. Ich hab so einen dicken Fisch gefangen.
Wow, also das Fass hat sich gelohnt. Nein! Das Fass war doch auf Steroiden. Ich produziere gerade schon die ganze Zeit Glibber. Ah ja. Fleißig. Aber das dauert natürlich alles. Ich habe auch mal die Kisten so sortiert, dass die Kiste direkt neben der Schmiede, beziehungsweise neben der Schmelze, wäre ja das richtige Wort, für die Sachen sind, die auch in der Schmelze verarbeitet werden. Ja, clever. Ja, ich versuche gerade halt die Nahrung umzupacken noch, aber dafür muss ich erstmal Platz schaffen. Insgesamt. Mist. Komm, gib mir die Planke. Hat jemand mal ein paar Seile für mich? Ja. Ja. Ja, ist schon okay, wenn Rico mir. Weil dann kann ich jetzt für einen von uns schon mal Flossen herstellen. Ja? Flossen. Ach, die verbrauchen sich auch? Oh. Ja. Ja, hat Lukas gestern schon erzählt. Wobei er meinte, die verbrauchen sich sehr schnell. Marco meint da was anderes. Aber, naja, ich weiß nicht. Die kommt sicher auch, wie viel du schwimmst, wahrscheinlich, ne? Also ich hatte noch keine, deswegen kann ich dazu nichts sagen. Ich gerade einen Vogel gehört? Oh, ich ertrink, ich verdurste. Hi, irgendwo. Stirb, Hai! Uff, da hinten ist noch ein. Nein! Ist der Hai tot? Ja, der Hai ist tot. Ja, ist er. Ich hole schon. Ich nehme das Segel ein. Dann fahren wir zumindest nicht mehr ganz so schnell. Hast du den Hai schon abgebaut? Yep. Ja, das geht ja schnell. Du musst dreimal zuschlagen. Es ist nicht wie bei Rust, dass du vor jedem Vieh 10x10 Tage stehst. So. Ich hab mal für dich ein bisschen angehalten, ne? Ah ja, wir können einfach ins Wasser springen, genau. Hey, du. Blöde Möwe. Ich hab 10 Vögel inzwischen getötet. Komm mal ganz kurz auf dem Klo. Ja, okay. Gleich. Ich hab wieder keinen Platz hier, ne? Schnell, bauen wir den Boden unter ihm ab, dann fällt er ins Wasser. Nein, ja, die 10 Vögel zählen auch für uns alle, glaube ich. Also so ist es nicht. Ja, glaube ich auch. Das ist nicht das geteilt. Ach, jetzt habe ich Hai. Ich schmeiße hier gerade mit Sachen um mich, ne? Also. Wenn man es hat, ne? Naja, man hat es eigentlich nicht, aber das Inventar ist voll. Also ich habe Platz. Aber ich kann auch ein bisschen was essen, davon abgesehen. Ich habe auch 14 gegarte Rüben immer im Inventar. Das ist. Oh, ich habe auch noch eine. Oh, der bringt ja ordentlich was. Wie viel Glas braucht man nochmal? 4, ne? Also wir haben inzwischen 2 Glas. Für den Wasserbehälter meinst du noch? Wo ist denn das Glipperzeug hin? Das habe ich gleich rausgenommen. Ich habe mir gerade, aber für mich schon, ich kann euch Flossen auch jemand anderem geben. Achso. Die habe ich halt gestern schon hergestellt. Statt Flossen hätte ich lieber eine leere Flasche. Okay, dann ist das mein Ziel. Eine leere Flasche zu besorgen. Ja. Ist komisch, ne? Überall ist Plastik. Oh, nein, wir können nicht so eine Flasche davon benutzen, so ein Behälter. Ich bräuchte Kunststoff. Das ist nur eine Repräsentation. Das ist nicht wirklich eine Flasche. Macht Sinn. Ey, wir könnten tatsächlich inzwischen mal ausbauen. Wir könnten vor allem mal Sachen sammeln auch. Wobei es gerade irgendwie. Komm, wir einfach dass wir gerade ziemlich auf Kurs abkommen, weil hier ist nichts mehr, wo wir gerade hinfahren. Nee, das liegt daran, dass ich einmal kurz umgedreht habe, damit du nicht. Naja, aber hast du jetzt umgedreht? Ja, ja. Okay. Der Punkt ist, die Sachen spawnen immer in der Richtung, in die du fährst. Deswegen, in dem Moment, wo ich umgedreht habe, sind die Sachen alle in der falschen Richtung gespawnt. Achso, okay. Also es ist total egal, wirklich, wo ihr hinfahren. Ich dachte, man muss dem Strom irgendwie folgen. Ja, ja, das ist völlig egal. Also, soll ich mal oben ausbauen? Oder wie ist das? Oben? Ich würde erstmal unten. Also, wir können auch erst unten ausbauen. Ich würde hier mal, also ich würde hier so, da wir in die Richtung fahren, ich würde hier hinten mal so eine Plattform bauen, ein bisschen. Also einfach gerade nach hinten? Nee, ja. Seitlich halt. Also mehr Platz einfach, also mehr Fläche erstmal. Ja, aber einfach in eine Richtung sozusagen. Immer hier lang. Also nach hinten bauen einfach komplett, also die ganze Richtung, ja. Hier, so. Ja, genau. So meine ich halt. Genau, genau. Erstmal so. Genau. Dann bräuchte ich mal dein Holz und Plastik.
Oder zumindest ein Teil davon. Und da habe ich leider nicht so viel. Ich muss echt mal. Hier ist Lehm, da kann ich mal was zupacken. Steine habe ich auch bestimmt auch, ja. Ich kann dir. Wo ist der? Ich habe drei Kunststoff und das war's. Ich hab kein Holz. Dann wird's gleich schwierig. Ja, soweit ist. Okay, ich habe halt gerade auch schon relativ viel wieder gebaut, ne? Also ein bisschen können wir machen. Also wir brauchen Halt. Wir haben hier auch noch 20 Kunststoff. Nur Holz fehlt uns halt. Na, siehst du dir das an, ne? Es fällt halt immer irgendwas, naja. Rüben hast du gerade noch. Das ist okay. Wie viele Zuschauer hast du eigentlich? Drei. Ich weiß nicht. Du bist wahrscheinlich einer davon. Ja. Oder ist Rico noch einer davon? Oder Krotus ist noch da, das weiß man nicht. Ne, Krotos ist es. Ah. Hallo Krotos. Jo, gestern war aber auch, also gestern war mehr los am Anfang. Aber ist ja auch okay. Ich spiel's und wenn wer zu will, dann kann er zugucken. Jetzt, so wieder da. Hey. Hi. Hast du Holz? 18 Stück. Gib mir mal so 10 oder so. Nimm erstmal, ich loote, also ich versuche gleich wieder Neues zu holen, von daher. Nimm erstmal, mach erstmal. So, ich würde sagen, das reicht erstmal nach hinten an ausbauen, weil sonst bauen wir hier einfach nur eine unnötig große leere Fläche. Wenn man die nicht nutzt, ist hier auch nichts wert. Ist übrigens auch inzwischen wieder da. Ja gut, das war klar irgendwie. Ja, ich habe ihn jetzt zum ersten Mal wieder gesehen. Ja, wird auch gerade wieder hell. Und das wollte ich irgendwas wollte ich gerade nachgucken, was man bauen kann. Ich schwimme mal hinter dem Boot her. Wollte es was haben. Ich guck mal nach, was wir gerade so bauen sollten, okay? Ach, viel klar. Also, im Prinzip können wir ja bauen, was wir wollen, aber nur so was sinnvoll wäre, sag ich mal. Ach, der Metallspeer wäre auf jeden Fall gut. Die Metallangelrute für mehr Essen wäre auch okay. Den Anker vielleicht. Und ansonsten würde ich tatsächlich auf die Flasche gehen. Ja, ich würde die Flasche auch machen. Ich mache ja schon jetzt halt Kunststoff. Ich brauche nur Kunststoff eigentlich nur. Ich kann eine schon bauen. Hm? Was brauchst du? Kunststoff? Kunststoff, ja. Dann kann ich auch eine Flasche bauen. 21. Ja gut, die ist jetzt genau wie die Tasse, bloß dass die halt mehr. Ja genau, die hält halt 5-mal so viel. Oh, ich habe also sehr doll Hunger. Gregor, hier. Oh, ich schleiche mich hier. Hier, also Gregor. Hält halt Gregor, hier, immer noch. Ja, hörst du mich nicht? Ich muss hier gerade kurz Sachen einsammeln. Da. Du bist doch immer der sich beschwert, wenn man hier. So. Und jetzt haben wir keinen Süßes mehr. Ich muss das mal kurz nachschauen. Gut. Oh, hi! Das Schöne ist, jetzt könnte ich halt zum Beispiel auch mit mehr oder weniger leerem Trinken an Land gehen und ich kann mich halt komplett voll trinken. Ich glaube sogar mehr als voll. Ja, ich verstehe, das ist auf jeden Fall. Ist gut. Ich habe keine neuen. Ich sehe da einen Felsen. Da sollten wir uns auch. Rico, Felsen sind wie Inseln, bloß dass es keine Insel ist. Also das heißt, du hast nur diese Sandbänke unten dran eigentlich. Ja. Ich glaube, große Unterschied gibt es da nicht. Ja, eben, also du hast nur den Vorteil, dass es da Kram gibt. Ich töte mich gerade durchs Verklicken aus Versehen mit Salzwasser. Ja. Brauchst du dringend was zu trinken? Hier. Ah, nee, hier ist jetzt glaube ich schon. Ja, aber nimm mal hier. Hast du schon eingelenkt, Gregor? Und jetzt trink die mal. Ja, habe ich schon eingelenkt. Oh, danke. Okay, trink dich mal einfach voll. Flossen. Da hätte ich gerne danach wieder. Ach ja, ich kann sogar einen Heilköder bauen. Danke.
ich verhungere gerade. Boah, ihr fresst mir auch die Haare vom Kopf hier, ne? Miss, guck mal in die Truhe rein. Ach, hast du die, packst du die immer rüber, oder was? Ich pack das gerade alles in die Truhe, also in die, in die Holztruhe. Oh, okay, ja gut. Dann habe ich nichts gesagt. Haben wir 3 Metallbarren und ein Scharnier? Haben wir dieses Zeug? Nee, so viel haben wir nicht. Habt ihr eigentlich schon Bolzen erforscht? Ja, oder? Guck grad mal nach. Nee, Bolzen, die Bolzen selber erforscht noch nicht? Nee, nur ja, die Bolzen selber erforscht. Also die Bolzen erforscht, ja, nein. Aber... Hier. Gut, danke. Ich brauch grad dringend Wasser, ne? Gut, da kann man Abhilfe leisten. Also es geht, ich warte. Ah, gut, da kommt's ja schon. Okay, baut jemand einen Einmal-Anker? Hab schon, also Anker? Nee, Anker noch nicht, nee, also. Einmal-Anker habe ich noch nicht gebaut. Ich kann nicht. Was? Ich habe gar nichts. Achso. Wie das aussieht. Hast du? Irgendwer? Warte. Ich kann halt nichts machen. Ich brauche Steine. Habt ihr Steine? Ja, 2 hätte ich. Ich hab. Okay. Schnell, bevor wir noch abtreiben. Damit mache ich übrigens keine Babys. Ja, das ist mir gerade so eingefallen. Böse Humor. Ja, ich habe aber auch dran gedacht. Also du bist nicht der einzige schlechte Mensch hier. Na, du hast schon. Okay. Gut, dann... Erstmal wieder was trinken. Ach, ich muss erstmal einen Plastikhaken hier mit mir besorgen, sonst kann ich ja gar nichts machen. Hat mal jemand eine Planke? Ja. Warte. So. Genau eine Planke. Hast du? Jupp, danke. Okay. Auf geht's, ne? Ja, ich ernte mal nebenbei. Der große Nachteil am Schuh ist natürlich, dass es halt genauso viel Wasser verbraucht, als wäre es halt so ein Dreier. Ja, es ist halt eher lustig, ich find's eher lustig, aber... Und platzeffizient ist es tatsächlich. Also, ganz viele hier Schuhe wären theoretisch das platzeffizienteste, was du machen kannst. Ah, ich glaube, das lassen wir. Ja, ist auch besser, wenn man es lässt. Außerdem die großen Pflanzkisten, da kannst du ja auch normales Kram reinpacken, oder? Die ersteren noch, oder nicht? Ja, ja. Eben, dann ist es ja wahrscheinlich auch sparend dann. Nee, da kannst du aber nur 2 Stück reinpacken und das kostet genauso viel Wasser. Okay. Also tatsächlich nein. Wasser sparen tust du damit nicht. Eisenerz bräuchten wir gerade. Jojo, wir sammeln alles ein, würde ich mal wieder sagen, ne? So, wir brauchen noch 2 Eisen, dann können wir uns einen dauerhaften Anker bauen. Ist der Hai noch abgelenkt? Ich habe gar keinen eingeworfen bisher. Nein, nein! Ich kann mal, soll ich mal machen, was? Ach, hast du gar nicht? Nee, hab ich noch gar nicht. Nee, ich hab ja gerade gar nicht mal gedacht, dass ich einen hatte. Ich schmeiße mal ins Meer. Musst du doch nicht mal mehr. Doch, jetzt schon. Ja, doch, wir sind noch ein bisschen beschäftigt hier. Meinst du? Also ich habe einen Großteil, glaube ich, schon weggemacht. Ja, wir gehen schon mal nochmal den Hai. Der Hai hat's noch nicht kapiert. Schauen wir. Was ist denn hier unten? Gerade während des LOL? Gehabt. Abgesunken. Hab ich noch gar nicht gesehen hier. Aua. Ey, greif mich an, der Hai. Wo hast du denn den hingeworfen? Ach, da hinten. Bisschen von unserem Fluss. Weg. Naja, so weit ist auch. Geh mal zum Dingens, damit er vielleicht mich aggrot und dann zum Köder geht. Kannst du den eigentlich wieder aufsammeln? Boah, weiß ich gar nicht. Nee, geht nicht. Na, müsste er jetzt eigentlich mal gleich anfangen zu knabbern am besten. Ja, sollte er jetzt machen. Wo ist denn der Hai? Ah, jetzt kommt er. Ja, er knabbert. Soll ich den Hai gleich mal töten? Ach, er lässt dann vom Köder ab. Ja, das ist jetzt nicht so toll. Gregor! Den Hai nur mal ein bisschen gepiekt. Ja? 3-4 Mal. Ich muss nur kurz einen neuen Speer machen. Geht aber auch weit runter, ey.
Was macht denn der Hai gerade? Ich weiß es nicht. Also ich bin jetzt halt im Wasser, mich greift er nicht an. Ja genau, er greift halt weder einen von uns an, noch knabbert er am Köder. Also finde ich okay, aber... Ach, der findet uns gleich noch wieder. Ach, ich bin auch mega weit vom Stein schon entfernt, lustigerweise. Oh, lol, was ist denn das hier unten? Einfach so ein Haus. Ja, war eben, da auch eine Kiste? Das... Ich weiß nicht, Rico war da zuerst, hast du da irgendwas gesehen? Ah, da ist eine Kiste. Ja, muss ein bisschen weiter reinkrabbeln. Ja, war hinter so einer Plane versteckt. Das ist ja echt cool, das habe ich auch noch nie gesehen. Auf so eine Unterwasserkiste. Ach, er ist am Köder, ich dachte gerade schon so was. Oh, wieder auftauchen. Tiefsee tauchen ist nicht so toll. Ah, da waren zwei Bolzen drin. Voll nice. Bin ich einzige Retter, der eigentlich noch weiter rumtaucht, oder? Ja, ich bin gerade auch. Ich war gerade immer mal wieder tauchen, aber. Boah! Fehlt uns dafür eigentlich noch? Da ist Hai. Ach, du hast noch gar keinen Bolzen erforscht, oder wie ist das? Nein, die Bolzen selber. Ich hab den ja. Du hast mir ja einen in den Tag gelegt, ich hab's noch nicht getan. Achso, ja. Ich bin gerade noch beschäftigt hier. Ich will mir tatsächlich einen der Gegenstände herstellen, die man da. Ja, machen wir gleich, mach ich gleich, wenn ich wieder an Bord bin. Er hat den Köder immer noch nicht gefressen, ne? Ich hab ihn auch noch einmal geärgert. Ah, okay. War er denn dabei, ihn zu essen? Ja. Inzwischen. Ja, es bringt auch nicht, den Hai umzubringen, ganz ehrlich. Ich hab ihn mal abgelenkt. Na komm, das schon halt. Oh, nein, er ist bei mir. Aua. Ja. Ich glaube, ich höre jetzt auch erstmal. Also, ich höre auf zu tauchen. Ich habe noch Hälfte des Lebens. Ich bin sogar unter Hälfte. Ja, ich bin Hälfte circa. Wir können auch weitergehen. Ja, meinetwegen. Weiter schwimmen, meine ich. Oder wollt ihr noch irgendwie jetzt warten, bis es. Habt ihr Metall? Nee. Also, habt ihr Eisenerz? Oder Metallerz? Eisenerz habe ich. Ich habe einen Metallbarren, aber. Metallbarren ist auch gut. Lege ich mir hin, aber ich habe nur Kupfer gerade ein bisschen gefunden, aber nicht viel. Hm. Ärgerlich. So, was wird doch hier ist ein Bolzen. Gut, ich erforsche mal den Bolzen. Was gibt's denn jetzt? Eine Metallangel, aha. Ein Schrotthaken. Eine Uhr. Ein Metallspeer. Ja, vor allem den Metallspeer. Der ist halt echt gut. Ich glaube, ich stelle mir auch gleich mal einen her. Ah ne, mir fehlt ein Metall. Scheiße. Weiß der gerade irgendwas kaputt? Ja, er weiß gerade in der Angel. Jetzt kommen wir wirklich mal. Jo. Jetzt gehe ich nochmal los schnell, natürlich. Ich habe fast den ganzen Haken verbraucht. Krasserweise. Beeindruckend. Ah, hier ist ja nix. Ah, doch, hier ist noch Eisenerz. Ich bin schon unter der Hälfte und ich habe halt noch gar nichts gefunden. Ja, ich habe eine Seite, die eine Seite habe ich halt irgendwie auch ziemlich krass, also ziemlich weit abgefarmt. Hier ist noch einmal Kupfererz, danach muss ich auftauchen, ich bin schwer fast tot. Ja, wenn der Hai jetzt sich umentscheidet, snackt er mich wahrscheinlich. Naja, vielleicht greift er auch mich an. Hoffentlich. Sehr freundlich. Ach, hier ist noch was. Das ist gar nicht mal so wenig. Ja, natürlich greift er mich an. Mieser bist tot? Pisshai. Überlebst du es? Also nächsten Hit, wenn ich noch einen Hit kassiere, überlebe ich es nicht, nein. Aber er hat mich angegriffen. Hast Glück. Au. Ja, er hat sich dann doch spontan umentschieden und dachte sich, ach ja, der Drake ist leckerer irgendwie. Ja. Gut, dann gehe ich jetzt auch nochmal. Also da liegt zwar noch Kram, aber ich würde es auch. Was? Hm? Oh was nein! Da? Erstens, wo bin ich? Ach jetzt. Nein! Hi, fick dich! Ja, man kann sich leider mehr als nach ganz oben drehen, so dass du dann halt wieder nach unten guckst. Wie sieht das aus, bitte? Guck mich mal bitte einer an. Wo bist du denn? Achso, hier, du stehst auf dem Dorf. Warte, wie sieht das hier aus? Ja, du guckst nach sehr oben. Komisch nach oben, aber wieso? Ich kann mich komplett durchdrehen einmal. Ja, yeah, das habe ich ja gerade gesagt, das ist so ein bisschen ungünstig, dass man das kann. Ich verstehe, ich habe mir leicht den Hals ausgerenkt. Moment, ist hier ein bisschen gerade mehr Seegang geworden? Ja, ja, das ist komisch, dass wir es noch bisher auch gar nicht hatten, sonst kommt das eigentlich recht häufig vor. Ja gut, wollen wir weiter?
Wir hatten auch noch gar keinen Sturm, oder? Nee, eben noch gar keinen. Das ist natürlich auch eigentlich krass. Bam. So, wir sind wieder auf Kurs. Also einen richtigen Sturm hatte ich auch noch nicht. Also nur, ich hatte bisher nur heftigen Wellengang immer. Okay, das ist interessant. Also es gibt auch so richtig Sturm. Okay. Den kannst du auch unterscheiden. Verspreche ich dir. Ich hab halt auch gerade Hat jemand Metall? Also Eisen? Zwei jetzt hier. Wir können. Fehlt ein Holz. Ja, ich habe auch kein Holz. Hat jemand vier Holz? Stopp. Scheiße. Alle kein Holz. Das ist jetzt ungünstig. Gut, dann sollten wir mal weiterfahren, ne? Ja, hab ich doch schon. Wir fahren doch schon. Achso, ja. Wir sind wieder also auf Kurs, man. Auch weiter sammeln. Ey, guck mal, da hinten kommt direkt eine Insel. Echt? Ja. Also hier einen, nicht eine Insel, einen, ja. Du weißt, was ich meine. Ein Floß. Eine Kiste. So. Und meinst du das Fass, das ich eingesammelt habe? Nein, nein, da ist noch. Ein Floß. Wir müssen drauf zufahren, ne? Ja. Ich finde es beim Spiel echt frustrierend, dass man das Schiff nicht drehen kann. Also mit einem Paddel eine Rechtsklick-Funktion, dass du das Schiff einfach bewegst. Ich spring dann. Das ist jetzt auch schnell weg. Hast du? Ja. Also gut, also die Kiste neben der Schmelze ist. Jetzt. Das ist die Schmelzkiste. Das ist die Schmelzkiste, ja, genau. Also ich nehme mir auch ein bisschen was mit dem Inventar, das wurde, also wundert euch nicht immer, wenn es verschwindet. Ich bin ja gerade wieso so ein bisschen die Hausfrau hier, habe ich das Gefühl. Aus eigenem Willen? Nein, nicht aus eigenem Willen. Hm. Weil ich eine Frau recht war. Ich könnte auch arbeiten gehen, aber ich habe mich dazu entschlossen, eine Hausfrau zu sein. Genau. Damit ist auch nichts falsch. Ich möchte auch daran, dass ihr bitte respektiert meine Entscheidung. Ja, guck mal, gestern hatten wir zum Beispiel im Stream, war unser Schiff schon größer, will ich meinen. Ja, größer auf jeden Fall. Aber wir haben halt auch alle Hardcore gefarmt die ganze Zeit. Wir waren ja kaum dabei, irgendwas anderes zu tun. Ja, ich glaube, die Netze haben es aber auch haben gestern aber auch schon was getan. Hm? Die Netze, die wir gestern gebaut hatten, haben auch schon eine Menge ihren Dienst getan, sag ich. Jo. Okay, wir sollten mal wieder darauf achten, dass hier auch einer am Farmen ist, ein bisschen. Ja. Weil. Ja, ich hab's gerade gekriegt. Gut. Da fliegen nämlich gerade Fässer unserem Fluss vorbei. In Massen. In Massen? Ja, also wir sollen mindestens zwei. Ich glaube, ich habe ein drittes noch gesehen in der Distanz. Also von. Ah, das ist doch gut. Und Rico, wie findest du das Spiel jetzt eigentlich so? Grundsätzlich gefällt es mir. Muss ich sagen, es macht Laune. Bietet mir aber ein bisschen zu wenig Inhalt, muss ich sagen. Bisher ja, ne? Also man entwickelt sich halt, aber es ist halt doch sehr entspannt halt. Das ist eher was für nebenbei, finde ich. Ja, das sehe ich auch so. Also sagen, so eine Viertelstunde bin ich auch noch dabei und dann wäre es auch erstmal. Ja, ist ja okay. Genug für mich, weil. Es ist, macht Spaß, wirklich, aber es ist halt. Man muss es nicht überstrapazieren. Ja. Es ist halt was für was Kurzweiliges irgendwo auch. Was man halt immer wieder machen kann, um immer weiterzukommen. Ich sag mal so, man kann auf jeden Fall auch eine ganze Menge Zeit rein verschwenden. Ja, natürlich. Aber zum Beispiel in The Forest oder Rust bietet. Ja, und halt, ist spannender halt, ja. Spannender und bietet mehr Raum. Zusammen. Gut, vielleicht kommt ja noch was. Also, sie entwickeln ja noch. Ja, es ist ja gerade erst online gegangen halt, das Spiel quasi, ne? Ja, genau. Jo, klar. Ach, bist du. Ja gut, aber ist es als Early Access online gegangen oder als Vollpreis? Als Early Access. Das ist jetzt okay. Online. Ja gut, aber das, es geht ja nun mal darum in dem Spiel, als mit dem Boot unterwegs zu sein. Jo.
Also ich finde das Feeling bringt's rüber. Und das ist ja eigentlich das, was wichtig ist. Yep. Was ich zum Beispiel cool finden würde, wenn es jetzt... Nee. Na doch, zwei Stück. Na ja, okay, nicht vier. Brauchen wir wieder eine Insel. Was brauchst du? Holz. Hab ich ein bisschen. Würde das Boot ein bisschen erweitern wollen. Ja, ich hab mal 10 hier hingeworfen. Jupp, danke. Nee, also ich fänd's cool, wenn es größere Inseln gibt, die man erforschen könnte. Das darf vielleicht halt auch mit Höhlen nicht, oder so. Es darf halt bloß nicht so viele Bäume geben. Also, ich habe ja gerade erst rausgefunden, dass es scheinbar auch Unterwasserhöhlen gibt, so also Unterwassergebäude, nächstes Mal. Ja, wenn das alles noch kommen wird halt, ne? Am Ende findest du noch Atlantis. Ja. Aber ich finde, es muss auch nicht in jedem Spiel irgendwie Cthulhu oder so. Nein, der Quatsch, das ist ein Joke, nein. Ja. Aber ich meine, es muss halt schon irgendwie Unterwasserhöhlen halt werden, auch richtig so cool halt nochmal, ne? Mhm. Die man erkunden könnte. Das darf halt auch nichts. Also ich meine, das Spiel ist, wird eintönig bleiben, mehr oder weniger, aber es lebt halt davon, dass du kreativ bist halt, ne? Auch. Deswegen finde ich also es wichtig, sein Schiff halt auch schön zu gestalten, irgendwie ab einem bestimmten Zeitpunkt, wenn man mal es kann. Ja, ich hab inzwischen mehrere Etagen auf meinem Schiff und hab die unterste Etage ist halt zum Beispiel schwarz, blau und die da drüber ist weiß. Ne? Und der Außenbereich, den der Hai fressen darf, den habe ich rot angemalt. du kannst ja auch sogar die Planken verstärken, ne? Mhm. Oder nicht? Das habe ich auch getan. Mhm. Ein Haken. Dann habe ich halt einen mehr oder weniger so einen halben Ring an Dingens und noch so einen Auswuchs, damit mein Boot von alleine Ressourcen sammelt. Dann ja, genau, das wäre meine nächste Idee halt auch. Tatsächlich. Ja, aber das kostet halt leider sehr, sehr viele Ressourcen. Also vorher würde ich echt Bäume anpflanzen und so weiter. Ist echt? Vorher Bäume anpflanzen? Nee, ja, also gut, ich habe auch sofort Bäume angepflanzt. In dem Moment, wir könnten halt ja auch Bäume anpflanzen, also jetzt mittlerweile. Also Bäume anpflanzen ist halt wirklich nicht so schwierig. Mal sehen, wo halt und bringt halt ist. Melonen, was halt das perfekte Essen ist. Also Melonen wie ist halt wirklich das Nonplusultra. Das gibt dir einfach Wasser und Essen. Das Anbauflächen, eine große braucht man für Bäume, ne? Ja. Und Kokosnüsse baust du an, wenn du Holz brauchst und hier, was ist es denn? Mangosamen baust du an, wenn du ich meinte auch gerade Mangos, nicht Melonen. Mangosamen baust du an, wenn du essen willst. Ach Junge, ja, oh, Vogelnest. Da kriegst du Federn von alleine und potenziell kannst du auch mal einen Vogel kriegen. Ich hab grad eine Muschel erforscht. Oh. Wo wir von Vögeln gerade sprechen. Synchron. Schön. Wir haben auch Steine noch nicht erforscht, ne? Echt? Nee, mach ich mal. Ich mach schon. Wo ist der Hai denn gerade? Keine Ahnung. Haben wir jetzt hier eine Farbmühle? Achso. Ah ja, ich wollte ja immer. Ach verdammt, es fehlt uns ja immer noch an Metall. Ich würde gerne den stationären Anker noch bauen, bevor wir aufhören. Wie baut man den? Ja, dafür brauchen wir leider noch mehr Metall. Also, wir brauchen noch zwei Metallbarren. Dann hätten wir Scharniere bauen. Also, man braucht 10 Planken, 6 Seile, 3 Metallbarren und ein Scharnier. Und uns fehlt noch einer, oder was? Uns fehlen noch zwei Metallbarren. Achso, ich hätte nämlich einen. Also, ein Metallerz habe ich noch. Ach ne, ich habe zwei Metallerz, glaube ich, noch. Ja, geil. Brennt es, ne?
Aber soll man die Bäume, die man anpflanzt, wirklich fällen? Ich mein, ja, klar. Also gehen die so schnell oder dass sich das. Geht. Also ich sag mal so, was willst du denn alternativ mit denen machen? Weiß nicht, die tragen Früchte, ne? Nee, die kriegst du auch nur durchs Abbauen. Echt? Achso, okay. Ich dachte, die kommen halt irgendwie. Da, guck mal, da rechts ist ein Floßturm. Das dachte ich vom Anfang auch, aber. Also vielleicht ändern sie das später auch noch, aber. Setzen Sie Kurs! Ich setze Kurs. Oh, dann hab ich das Metallerz, das packe ich mal rein. Setzt jemand Kurs? Ich hab schon ein bisschen nach rechts gemacht. Eigentlich. Ja, also musst du schon wirklich draufhalten, muss ich wirklich draufhalten? Weil der Windbock beeinflusst dich ja auch noch. Oh, da kommt auch gleich eine Insel links. Oh ja, dann hast du ganz kurz gesehen. Das ziehen wir noch durch. Oh. So, jetzt haben wir hier drinnen. Also ich brauche halt nur ein Scharnier für eine Anbaufläche im Moment, ne? Also können wir doch erstmal das machen. Oh, ich muss echt mal Sachen ablegen. Mein Inventar ist einfach komplett überfüllt. Da hinten war die Essenskiste, ne? Wir brauchen Mangosamen können wir auch mit rein. Rico, willst du mal dir das Ding holen? Das Floß? Kann ich machen. Das ist halt die Kiste drauf. Ganz oben oder was? Ja, ne? Ja. Müsste. Ist immer unterschiedlich, das ich manchmal so auch oben. Als ob die Waschmaschine drauf springen oder was das sein soll. Naja, das war doch ein bisschen was. Machst du schon mal einen Fertiganker? Also einen Wegwerfanker, Gregor? Achso, einen Wegwerfanker, ja, kann ich machen. Nee, kann ich nicht machen. Ich brauche vorne Steine. So, hab Steine. Verdammt, okay. Ich zeige euch mal, was ich auf meinem Schiff gemacht habe. Das fand ich nämlich ganz lustig. Ich habe mich nämlich auf meinem Schiff, damit ich an solche hohen Inseln dran komme, einfach hier so hochgebaut. So ein Treppenhaus, oh Gott. Ne, nicht mal. Ich habe einfach nur so eine gerade Treppe nach oben gebaut. Du wirst noch drauf zusteuern. Ey, da ist auch ein Haus drauf, ne? Ja. Hab ich auch noch nicht gesehen. Ich nicht? Nee. Ist auf großen Inseln doch immer. Rekord die Axt, ne? Ich hab auch eine Axt. Ich glaube, wir sind hoch. Jetzt sollten wir hoch genug sein. Neben der Treppe ist auch der Anker. Wo ist mein Becher? Da. Ja, ich habe gerade unser Wasser weggesoffen und verbraucht gerade generell. Hui! Hier schützt gleich jemand den Anker. Hui! Ne? Du hast doch den Anker, oder nicht? Ne, ich hab ihn unten schon reingetan, neben dem Ding. Aber warte ganz kurz noch. Na jetzt, oder? Nein, warte. Ich fahre uns so hin, dass wir genau schön hochgehen können. Dann musst du aber in die andere Richtung. Na, müssen wir noch? Du hättest auch einfach... Nee. Geht das? Rico schafft den Sprung nicht, ne? Oder was? Komplett hoch? Nein, niemals. Nee, oben schaffst du nicht. Ich würde sagen, weiter nach rechts ein bisschen. Oh Gott, einparken. So soll ich? Oh, jetzt kannst du mal machen. Und jetzt komme ich da nämlich einfach mit hoch. Ach, mir fehlt jetzt an Holz. Hast du geworfen? Ein Anker, ja. Hat jemand Holz für mich? Ja, wobei, ich springe einfach kurz runter und ohne Holz. Böse Hai. Mistvieh! Ich hab's richtig gehört. Na, toll. Ist weg. Hat er was abgebissen? Ja, ausgerechnet die Dings. Das Netz, was ich angebaut hatte. Ja. Er sagt einfach so Scheiß auf dein Netz. Ja, weißt du, er hätte alles abbeißen können. Nein, es musste mal Netz sein. So, zwei Barren sind jetzt auch noch fertig. So, jetzt können wir genau bis hoch gehen. Mein Inventar ist gleich voll. Ist okay. Kaching. Die beiden Barren sind fertig, sagtest du? Ja, richtig. So. Dann gehe ich gleich mal runter und du kannst ja die Insel weiter abbauen. Bin dabei. Ich bin einfach neugierig hier. Ah ne, doch schon so ein Gebäude hatte ich auch schon mal gesehen, aber das ist nichts, ne? Oder lag da eine Truhe rum? Ach da. Gut, dann würde ich mal den Anker bauen. Bei dem Gebäude da, was da.
Ja, dann jetzt fehlen mir Palmblätter. Machst du unten oder was? Ich hab keine Axt, nein. Ich hab nur eine andere, das geklaut. Das ist alles nur geklaut, ey. Gott, bitte nicht. Das ist alles gar nicht Fabis. Danke. Hast du ein bisschen Palmblätter für mich? Ich hab keine Axt mehr. Hier. Wir tauschen. Palmblätter gegen Axt. Warte. Au, oh, Hai greift mich an. Haben wir irgendwie. Sollte reichen. Einen Köder haben wir nicht, oder? Hm? Einen Köder haben wir nicht, nee. Oh scheiße, mir geht gleich das Essen aus. Hast du gerade gefragt, ob wir noch einen Köder haben? Ein Köder. Ja, ja, das wäre nämlich sehr traurig. Ich möchte nicht, dass wir einen Köder. Ich möchte nämlich nicht, dass wir einen Köder reinwerfen. Ich wusste, dass du Katzen lieber magst, aber wir wollen ja gleich nicht die Hunde so behandeln. Aber irgendwo haben sie es auch verdient. Oh fuck, ich sterbe. Oh Fabi, du musst echt aufpassen, ne? Ja, ich hab noch so einen halben Lebenspunkt. Ah, ich bleib auf dem Boot für den Rest meines Lebens. Danke. Danke, tschüss. Ist für dich okay, wenn ich hier irgendwo ein Loch ins Boot haue? Für? Also wir brauchen ein Loch für den Anker. Ach so, ich verstehe. Warte, ich werf dir den einfach mal zu. Dann siehst du, was ich meine. Oh, der ist ja fett. Okay, Naja, aber wir brauchen nur ein freies Loch. Ich würde sagen, machen wir hier in der Ecke. Also nicht ganz am Rand natürlich, aber. Oh nee, das muss so. Ja, okay. Also wenn du eine Axt hast, kannst du einfach in mal ein Loch reinschlagen und dann. Ich habe keine Axt. Okay, dann mache ich mir hier das Ding mal direkt vor mir. Also, das, wo ich aufstehe. Hier hast du eine Axt. So. Rico Doc. So. Baumtechnik. Bäh, wir haben einen Anker, Leute. Alles. Warte kurz, Anker. Ich würde ihn mal ganz kurz neu setzen. Ich will ihn nur drehen. Hier auch machen. Warum andersrum denn, ne? Okay, nein. Ja, da wird's eng mit der Treppe hier. So rum. Achso, nee. Achso. Also, sonst steht er hier mitten in den Ofen und den Tisch rein. Dann wird's hier nämlich eng. Ach, passt schon. Also, könnten wir unter Wasser sammeln noch vielleicht. Könnten wir tun. Jetzt meine Flossen haben. Nö, gerade nicht. Hast du das Baumding inzwischen gebaut? Nein, noch nicht. Irgendwie, was fehlt mir jetzt noch? Irgendwas hat mir ja gefehlt. Ach, das Scharnier. Ich brauche einen Metallbarren. Scharnier haben wir natürlich nicht mehr wegen Dingens. Ja, den hatte ich mir nämlich gerade. Ich hätte ja auch extra Metall dafür reingeschnellt. Praktisch wollte ich eigentlich gerade halt noch machen. Mit dem Metall, Alter, nehme ich das nächste halt. Ja, gut, damit ist jetzt der Anker gebaut worden, ne? So, dann machen wir auch direkt den Anker rein und nehmen den Billig-Anker weg. So. Scheiß Billig-Anker. Ich leg dir gleich nochmal ein weiteres Stück Metall davor, dann kannst du das auch gleich schmelzen, wenn es soweit ist. Ja, ich bin die Hausfrau. Ich merke das schon. Genau. Also ich bin gerade unten unter der Insel und baue da ein bisschen was ab. Ja, ah, lol. Gut, der Hai ist nicht abgelenkt, ne? Nur so, nö. Ja, gut, was einstecken kann man ja. Also. Ja, und reagiert hat er bis jetzt auch überhaupt nicht. Der ist halt bei uns. Also, wenn er dich nicht sieht, kann er dich auch nicht angreifen, so in etwa. Ja, ist doch logisch. Was er nicht weiß, ne? Mach ihn nicht aus. Genau. Ganz genau. Wobei, Fabi, ich muss sagen, deine Flosse, die du hinten bauen willst, die sollst du unbedingt zwei breit bauen, weil sonst beißt er hier ein Stück ab und dann fällt alles andere, was du dran hast, ab, ne? Ich weiß, hatte ich auch noch vor. Ja, ich wollte dich nur vorwarnen. Ich brauch noch, hast du noch Holz? Drei. Ja. Hier. Und hier ist ein bisschen Plastik. Rico hat ganz viel Holz, vermute ich mal. Achso, zwei, drei. Und ein bisschen mehr. Nicht vier? Ja, knapp. So. Oh, ach du Scheiße, wo bauen wir das Ding denn hin? So, mein Ding ist jetzt kaputt, ich komme jetzt erstmal einfach wieder hoch. Mein Ding ist. Rico, du wirst das Schiff gar nicht mehr wiedererkennen, hörst du? Doch. Das ist eine Guillotine? Genau, das war's. Ich hätte doch irgendwo hier einen Vogel, oder nicht? Die haben wir extra für dich gebaut. Was ist das? Ah, für einen Baum, oder was? Ja. Und er hat für einen Anker. Okay, nice.
Ja. Das, guck mal, jetzt haben wir schon wieder keinen Platz mehr auf dem Schiff. Hui! Und er lichtet den Anker. Ja, yeah, wir fahren wieder los. Achso, dann drehe ich wieder runter und dann. Okay. Genau. Okay. Was für Samen sollte man denn jetzt verwenden? ja. Nein, Mango-Samen. Was machst du denn? Achso. Na, mein Speer ist kaputt. Endgültig. Oh. Hi, ich habe ihn nochmal gehauen hinterher. Ja, kann auch ich gewesen sein mit der Axt. Ich bin mir nicht sicher. Ja, ich habe ihn auch gehauen. Krieko A, gib mal ein bisschen Holz. A, verhungere ich gerade. B, verdurst ich gerade. Also kannst du mir mit dem Holz mal an die Füße fassen. Ja, geh an die Nahrungskiste. Ist genug da. Nein, ich verdurste auch gerade. Ja. Ne? Ja, dann nimm beides. Ist beides da. Ich bin eine gute Hausfrau. Geht doch. Grigor, hier ist der Metallbarren. Ja. Brauchtest du nicht für irgendwas? Achso, ich hab den. Brauchst du auch nicht mehr. Wo sind die Samen denn? Ich hätte noch Samen überall. Also, erstens, die Mangosamen waren da und zweitens habe ich schon angepflanzt. Hier. Achso, hast du schon gewässert? Ja, habe ich auch. Ich habe ja immer Wasser dabei, dadurch, dass ich das große, die große Flasche habe. Ja, ich bin mal gespannt, wie groß der wird. Der Mangobaum nicht besonders groß, aber der Kokosnussbaum, der würde groß werden. Deswegen sage ich ja, Kokosnuss für Holz, Mango für Essen. Okay, ich brauche immer noch Holz. Ja, komm her. Ich ernte gerade. Kannst du die Pflanzen gießen, Gregor? Kann ich gleich machen, ja. So, wo war denn jetzt nochmal der Metall? Da bist du. Okay, Rico. Wo ist das Holz? Liegt da, in der Mitte. Hier, hinterm Tisch. Dank. Ja, danke. Kein Problem. So. Theoretisch müsste ja auch möglich sein, theoretisch zwei Flosse zu bauen, ne? Wenn du den Heiler so bringst, dass das durchbeißt, so ein. Bist du doch eigentlich alle. Ja, gut, du kannst sogar selber durchmachen, ne? Also kannst ja einfach eine Axt nehmen. Ja, stimmt. Aber ich meine, du wärst irgendwie. 360 No Scope! Oh nein, fuck. Ja, was ist das so? Schön. Ah, komm! Hä? Was machst du gerade? Der ist gerade was. Riesig den uns, komm! Bin ich nicht runtergefallen? Das ist doch scheiße. Ich hab gesagt 360 No-Scope, aber das hat nicht funktioniert, weil ich irgendwie nicht runtergefallen bin von dem. Ding. Also ich bin auf der Insel gelandet, nur nicht auf der Höhe, auf der ich wollte. Gregor, weißt du, ob die. Hi! Hä? Was denn? Ob die Netze auch das Schiff zusammenhalten. Ja, tun sie. Dann würde ich hinten hier so nur eine Reihe machen und dann halt die Netze hinten dran, weißt du? Ja, tun sie. Gut. So, ich logge mich erstmal raus. Ja, machen wir. Ich würde sagen, wir beenden den Stream gleich auch. Ja. Ich komme noch schnell zurück zum Boot. Ich bräuchte noch Seile. Und dann bin ich jetzt raus. Okay, gut, alles klar. Danke fürs Zuschauen. Bis dann. Bis Stream.